Herzlich willkommen zu dem Webinar. Neben mir ist die Birgit Becker, begrüße ich ganz herzlich. Und den Ralf Becker und den Daniel Selbach, der auch sofort gleich da ist. Und was hat sich geändert in der iGrowbert 21.1? Was gibt es Neues vom Playstyle? Also wir haben ganz viel Informationen mitgebracht und wir werden Ihnen heute ganz, ganz viel zeigen, was sich geändert hat. Dazu gebe ich mal kurz ab an die Birgit und dass sie mal kurz eine kleine Vorstellungsrunde beginnt. Ja, Birgit Becker, iGrowbert, im Hause für Consult und Supporting zuständig. Und wir wollten auch im Anschluss gleich anbieten, falls wir sind ja jetzt eher in einem Workshop unterwegs, also von daher, wir sind auch einfach daran interessiert, uns nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zu richten. Wir haben natürlich was vorbereitet, aber im Zweifelsfall wollen wir gerne auf das angehen, was für Sie halt wichtig ist. Also von daher, wir haben die Möglichkeit hier auch, dass wir Mikrofon freischalten können für unsere Teilnehmer. Wer jetzt Mikrofon dabei hat, können wir gerne oder würden wir gerne auch die Vorstellungsrunde einfach ein Stückchen auf unsere Teilnehmer ausweiten und dann einfach auch nach und nach Ihnen die Möglichkeit geben, auch ein bisschen was dazu sagen zu können, was für Sie heute besonders von Interesse ist. Ansonsten, was haben wir neu gemacht? Ja, wir haben insbesondere die Integration sehr viel mehr noch vereinfacht, sodass man quasi nur noch einen Benutzer eingeben muss und dann die Benutzer übertragen und fast alles aus der iGrowbert heraus administrieren kann, sodass es halt sehr viel einfacher geworden ist mit dem ganzen Anliegen. Das so auf die Schnelle. Ansonsten war dann auch die Frage vom Stefan nochmal in die Runde zu werfen, wenn Sie nachher dran sind. Entweder einfach mal in den Chat reinschreiben, wer kennt denn Playstyle und was ist da für Sie von Interesse. Dann würden wir, wie gesagt, das einfach auch so nochmal weitergeben. Dann gebe ich jetzt einfach mal an den Ralf weiter, dass er auch noch ein bisschen was sagen kann. Hallo, mein Name ist Ralf Becker. Ich bin sozusagen der Chefprogrammierer von iGrowbert und auch derjenige, der sich darum gekümmert hat, dass in der Software die Dinge funktionieren und vorangetrieben wurden, die halt für die Integration notwendig sind. So aus der eigenen Erfahrung, wir selber sind seit, nichts Falsches sage, ich glaube über 5 Jahren Playstyle-Kunde, haben die ganze Zeit aber auch relativ wenig integriert. So im Nachhinein kann ich sagen, wenn wir gewusst hätten, was wir alles Schönes machen könnten, hätten wir es vermutlich schon aus Eigeninteresse früher gemacht, weil viele Sachen, die ja früher eher umständlich waren, sind jetzt sehr praktisch. Also auch für mich selber als Programmierer, als Nutzer oder als Supporter für Sie, ja, einfach sehr praktisch. Und das wollen wir heute auch ein bisschen mit Ihnen teilen und halt auch schauen, wie man, ich sag mal, den Nachfolgenden, auch die Integration zwischen iGrowbert und Playstyle halt einfach deutlich einfacher machen kann. Und das ist so ein bisschen, worum es jetzt hier auch in dem Webinar geht. Ja, dann haben wir noch den Daniel von Playstyle, der uns einfach die Playstyle-Seite zeigen will. Ja, Daniel, sag was. Genau, auch von mir nochmal ein herzliches Hallo. Man kennt mich ja vielleicht schon aus dem ersten Workshop, das heißt, diejenigen, die damals schon da waren, kennen mich schon. Für diejenigen, die neu sind, stelle ich mich ganz kurz vor. Daniel Selbach, ich bin bei Cisco Playstyle angestellt, also von der Seite des Herstellers hier für die Telefonanlage und versuche, Ihre weiterführenden Fragen zu beantworten, Ihnen noch was zu zeigen. Und um Birgit nochmal zu ergänzen oder zu bestätigen, stellen Sie ruhig Ihre Fragen, sagen Sie uns, was Sie sich vom heutigen Workshop erwarten, was Sie gern sehen würden. Also ich persönlich bin offen für alles. Das heißt, alles, was rund um Playstyle oder iGrowbert gefragt werden kann, fragen Sie das ruhig, damit wir das heute auch klären können. Das heißt, Sie können sich gerne aktiv hier beteiligen, vielleicht mal Ihren Bildschirm sharen oder Ihre Frage stellen. Und dann können wir das Ganze auch live heute hier im Workshop klären. Genau. Dankeschön. Die Idee war, dass wir jetzt starten und ein bisschen so mal zeigen, wie das Ganze von Anfang bis Ende funktioniert. Also mal angenommen, Sie haben bis jetzt noch nie mit Playstyle gearbeitet und einfach mal zu sagen, okay, wir fangen mal von null an und migrieren die Benutzer und all diese Themen rüber und schauen, wie kriegen wir so eine Anlage einfach mal eingerichtet.
Aber wenn von Ihnen zwischendrin noch Fragen können, nehmen wir die natürlich vorne weg. Aber die Idee ist quasi von Step 0, wir haben eine bestehende E-Gruppe, wir haben keine Playsell-Anlage. Wie starte ich damit? Wie bekomme ich die Benutzer rüber? Wie kann ich die Telefonnummern einrichten? Wie kann ich einfach quasi starten, wenn ich noch nichts im Prinzip eingerichtet habe? Und dann natürlich Ihre Fragen schauen, wo stecken Sie vielleicht in der Integration? Wo haben Sie vielleicht aktuell Schwierigkeiten im Moment? Wie können wir das verbessern? Wie können wir das einrichten? Und der Daniel kann natürlich auch, wenn es komplizierte Fragen in der Playsell gibt, natürlich immer dazu was sagen, wie wir das lösen können. Ja, also ich habe einfach mal die Teilnehmer heute so auf aktive Teilnehmer gestellt. Das heißt, sie sollten jetzt auch tatsächlich was sagen können. Ich würde es einfach mal in die Runde geben. Vielleicht der Herr Kelb, wenn Sie was sagen möchten, was für Sie heute von Interesse ist. Ja, gerne. Mein Name ist Torben Kelb. Erstmal hallo in die Runde. Ja, wir haben uns jetzt schon seit ein paar Wochen das Playsell angeguckt und da steht halt für uns im Vordergrund, wie wir das Ganze dann wirklich mit unserem E-Group verknüpfen, wie wir das Ganze schön vereinfachen können, die Benutzer da auch umziehen lassen oder rüber portieren, das Ganze dann dementsprechend verknüpfen. Haben doch einige User. Es wird ein etwas größerer Umzug bei uns. Ja. Das steht bei uns halt so an und ja, da wollte ich mich jetzt auch noch ein bisschen genauer mit befassen und auch hier dementsprechend noch so ein paar Infos und Tipps mitnehmen, wie wir das alles bewerkstelligen. Mhm. Sehr gut. Super, danke. Herr Müsinger. Okay, also wer kein Mikrofon hat oder Herr Gunsch, haben Sie Mikrofon? Wollten Sie was sagen? Ah, ohne Mikrofon. Okay. Ja, dann müssen Sie Ihre Fragen kurz in den Chat dann reinschreiben. Aber ich würde sagen, Birgit, lass uns mal starten mit der Migration, mit dem Anschalten. Mal zeigen vielleicht, wie sieht es aus, Playsell, erstmal ohne User, wie haben wir das gemacht? Und dass wir dann auch wirklich sehen, okay, wie funktioniert das Ganze, wie kriegen wir die ersten User rüber? Das ja, sehr gerne. Dann würde ich an der Stelle einfach mal meinen Bildschirm teilen. Also die Sachen sind jetzt sehr einfach. Ich bin aktuell in der E-Groupware bereits angemeldet und ich bin unter der Administration von der E-Groupware im Bereich CTI Computertelefonie Integration und ich kann jetzt mit einem Klick hier umschalten auf Playsell zur Aktivierung. An der Stelle werde ich jetzt aufgefordert, meinen Hauptbenutzer einzugeben. Das ist der Benutzer, den Sie zum Beispiel, wenn Sie über uns einen Playsell-Testzugang haben wollen, bekommen können oder wenn Sie sich den selber bei Playsell entsprechend eintragen. Und sobald ich jetzt hier auf Playsell-Integration klicke, wird automatisch die Verbindung zwischen E-Groupware und Playsell hergestellt. Das heißt, wir tragen den Key ein, mit dem sich E-Groupware und Playsell verbinden und auch die URLs, über die kommuniziert wird. Ich würde es jetzt mal angehen und dann quasi auch an den Daniel weitergeben, das, was uns von der Seite von Playsell dann mal anschauen können. Dass das auch mal sehen, bevor wir was integriert haben, also quasi nackte Playsell in Anführungszeichen. Ohne Voodoo und wir sehen wirklich, okay, da ist noch nichts passiert eigentlich in der E-Groupware, in der Playsell und sie sieht quasi ganz nackt aus, ohne User. Ja, also von daher, der API-Key ist jetzt eingetragen worden. Ich muss die Konfiguration noch speichern. Ich kann an der Stelle auch direkt, wenn ich jetzt verschiedene Durchwahlen, Gruppenrufnummern habe, die kann ich hier direkt anlegen. Ich kann es natürlich auch später im Nachgang noch weitermachen. Das hier ist so die im Regelfall die Hauptdurchwahlnummer und dann kann ich da einfach mehrere eintragen und kann hier auch im Zweifelsfall noch Kategorien definieren für verpasste Anrufe, aktive Anrufe, beendete Anrufe. Allerdings ist es so, das ist alles so voreingestellt, dass man im Prinzip nichts weiter da machen muss, sofern man nicht was verändert. Ich muss es nur speichern, damit der API-Key in der E-Groupware auch drin ist. Dann würde ich meine Freigabe beenden und das Ganze an den Daniel weitergeben. Lieben gerne, dann übernehme ich.
einmal meinen Browser teilen, meinen Bildschirm. So. Genau, also ich fange mal einen Schritt vorher an. Also grundsätzlich, also es gibt ja wahrscheinlich einige hier, die haben schon einen Playzell-Account und einige nicht. Normalerweise fängt die Reise dann hier an und man loggt sich hier oben rechts ins Kundenkonto ein. Mit dem Login, den die Birgit gerade genommen hat, um ja, die Integration zu aktivieren. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, der Account existiert schon. Wenn Sie da noch Interesse haben, einen Account brauchen, können Sie natürlich gerne auf EgoPlayer zugehen. Die können Ihnen einen Test-Account geben und das Ganze auch mit Ihnen durchspielen. Wie gesagt, wir gehen davon aus, wir haben das schon. Ich bin auch hier schon im zweiten Fenster eingeloggt und bin jetzt quasi in meinem neuen Account. Das ist tatsächlich dann auch noch ein Test-Account. Das heißt, das würde bei Ihnen dann auch genauso aussehen. Hier fehlt dann zum Beispiel noch der Schritt der Rufnummerbestellung. Wir arbeiten hier dann mit 3 Testrufnummern. Damit können Sie dann auch testen, wenn Sie das Produkt nutzen. Ansonsten ist jetzt hier noch nicht viel passiert, beziehungsweise eigentlich gar nichts passiert. Wir haben keine Mitarbeiter angelegt, wie wir hier sehen. Wir haben keine Telefoniebenutzer angelegt, also auch 0. Und wir haben auch keine IP-Endgeräte angelegt. Normalerweise, der normale Prozess eines normalen Kunden wäre, er würde das jetzt alles anlegen und würde zum Beispiel, ich kann es einmal beispielhaft zeigen, hier bei einem Mitarbeiter, um sich einen neuen hinzuzufügen, mit Vorname, Nachname, die Nummer setzen, eine Durchwahl setzen, hier noch eine E-Mail-Adresse eintragen für den Zugang und so weiter. Das müsste man jetzt an vielen Stellen manuell machen. Und genau da kommt jetzt die Integration ins Spiel, die Ihnen da diese ganzen Schritte abnimmt. Das heißt, ich habe ja eben auch gehört, ich glaube, von Herrn Kelp, es gibt einige User, die man jetzt in Playstyle bewegen muss und dafür ist die Integration natürlich super. Das funktioniert alles automatisiert und Sie müssen dann hier jetzt die Mitarbeiter und diese ganzen Einstellungen nicht mehr manuell vornehmen. Und ja, den Account wollte ich Ihnen jetzt einmal in leer zeigen, weil jetzt gleich wird hier was passieren, wenn die Birgit jetzt... Sollen wir gerade nochmal auf die Integration schauen, also das, was da jetzt passiert ist? Da wurden ja jetzt, wenn wir hier unter Integration schauen, wurden ja 2 API-Keys eingetragen. Einmal für die Web-API, wenn wir da mal draufklicken, und einmal für die Notify-API. Genau, nehmen wir mal die Web-API zuerst. Genau, den, hier ist jetzt ein API-Token. Den sehen wir natürlich jetzt nicht mehr. Den haben wir jetzt in EgoPlayer gesehen. Hier wird er verschlüsselt dargestellt. Den sehen wir eigentlich genau einmal. Und wenn wir den jetzt hier neu generieren würden... Müssten wir den auch auf der EgoPlayer-Seite drüben wieder eintragen, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Genau. Oder man muss doch mal auf den Knopf auf der EgoPlayer-Seite drücken, was man auch beliebig häufig drücken kann. Also de facto muss man hier nichts mehr ändern. Also wenn das in EgoPlayer einmal integriert ist und der API-Key ist da drüben, dann braucht man diesen Bereich eigentlich nicht mehr, weil der Rest funktioniert ja eigentlich automatisch. Selbiges gilt ja dann auch für die Notify-API. Aber man sieht, hier ist was passiert. Und das war jetzt vorher noch nicht da. Das ist jetzt quasi ab dem Punkt, wo Birgit gesagt hat, ich möchte die Integration aktivieren, ich logge mich ein, sind diese Daten jetzt hier übertragen worden. Und aber auch hier braucht man jetzt de facto nichts ändern. Das wird alles automatisiert über EgoPlayer gesteuert. Das heißt, das wird Ihnen abgenommen. Da brauchen Sie, Sie können nur nachvollziehen, dass hier was passiert ist. Ändern würde ich hier aber nichts. Genau. Ja, ansonsten bis auf diese Änderung hier bei den APIs und die Generierung der, der Tokens ist jetzt hier noch nichts passiert. Wie wir gesehen haben, gibt noch keine Mitarbeiter. Rufnummern sind alle noch auf Basiseinstellungen eingestellt und so weiter. Und ja, ich glaube, jetzt würde ich mal wieder an dich übergeben, Birgit, damit du zeigen kannst, wie man mit Zauberei hier jetzt die User reinbekommt und Dinge einstellen kann. Ja, du müsstest die Übertragung einmal beenden. Mhm. Dann kann ich meinen Bildschirm wieder freigeben. Ja, jetzt sind wir in der EgoPlayer und ich habe einfach meine Benutzer markiert und per Klick rechts Playstyle Benutzer oder Telefon hinzufügen. Wird mir jetzt hier angeboten. Ich schiebe das mal in die Mitte rein. Ich kann also sehen, wo gibt es schon Telefonnummern. So ein bisschen sieht man, wir haben diese Integration schon ein paar Mal durchgespielt, deswegen sind zum Teil schon entsprechende Rufnummern drin. Ich kann hier auswählen, was für ein Typ soll das sein. Soll das ein Standardbenutzer sein oder soll der auch ein Besetztlampenfeld mit verwenden können? Ich kann prinzipiell hier sagen, welche Telefonnummern die es in der EgoPlayer gibt.
sollen an der Stelle für die Integration verwendet werden und dann auch gegebenenfalls, wenn sich die Telefonnummer ändert, die Telefonnummer im Adressbuch eingetragen werden. Wenn wir jetzt über irgendwelche Testkonten gehen, könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte das Ganze in das zusätzliche Telefon eintragen und trage es mir hier ein, anstatt dem, was ich ansonsten standardmäßig in meinem telefondienstlich drin habe, um jetzt nicht die normalen Telefonnummern zu überschreiben, wenn wir über ein Testkonto sprechen. Dann kann ich hier jeweils auswählen, ob ich nur einen Benutzer hinzufügen möchte oder direkt auch schon ein Telefon zuweisen. Ich würde jetzt im ersten Schritt nur den Benutzer hinzufügen und kann dann pro Benutzer hinterlegen, mit welcher Rufnummer der nach außen und mit welcher Durchwahl er erreichbar sein kann. Da wir jetzt hier nur drei Rufnummern haben, wähle ich jetzt einfach mal relativ willkürlich, mit welchen Telefonnummern die unterwegs sind. Und ich kann hier jetzt einfach Durchwahlen angeben. Ich sage jetzt mal 222, 223, 224, wie 400, meinetwegen 225, 226, 227, 228 und 229. Im Regelfall auf der Playstyle-Oberfläche hat man noch die Möglichkeit zu sagen, vergebe die Durchwahlen automatisch. Das können wir natürlich hier auch noch reinmachen, wobei in der Realität es wahrscheinlich so sein wird, jeder hat seine Durchwahlen und will die Durchwahlen behalten und sie nicht weitersetzen. Von daher ist es jetzt... Einmal das Durchwahl-Auslosen starten. Genau, wir wollen aber einmal das Durchwahl-Lotto starten. Bevor du jetzt startest, also in der externen Spalte kommt die Durchwahl rein und die Nummern, die du hier rausgeholt hast, das sind die Nummern, die in Playstyle schon vorgegeben worden sind, diese Testrufnummern waren. Oder wenn wir dann wirklich migrieren würden, müsste da die normale Telefonnummer stehen, die auch in meine Firma, normale Firmennummer wäre an der Stelle. Ja, es ist sogar so, dass wenn wir jetzt in diesem richtigen Migrationsszenario sind und ich hier hunderte von Usern habe und meinen richtigen Rufnummernblock auch schon beantragt habe, dann nimmt die iGroupware die Telefonnummer, die im Adressbuch steht. Das heißt, wenn ich schon alles richtig habe und jetzt live umsteigen will, muss ich jetzt auch nicht von 100 Usern die richtige Rufnummer wieder auswählen, sondern dann wird die automatisch dort eingestellt. Und ich muss nur von denen, die eine geänderte Rufnummer haben sollen, muss ich eine Einstellung vornehmen. Vielleicht noch mal ganz kurz, wenn du jetzt, wenn im Adressbuch jetzt hatten, also wir sprechen von dem Benutzerkonten-Adressbuch und dort eine Rufnummer eingetragen wird, dann wird die hier auch schon vorgegeben mit der Durchwahl oder wie muss man sich das vorstellen? Genau. Also das ist so gemacht, dass ich halt wirklich, wenn ich jetzt eine große Anzahl Benutzer migrieren will, dass ich mit möglichst wenig Aufwand gegeben, die sollen jetzt nicht alle eine andere Telefonnummer bekommen, aber da gehe ich jetzt mal davon aus, wenn ich eine Organisation habe, werden die ja jetzt nicht die 100 Leute plötzlich anfangen, Telefone zu benutzen, sondern werden schon Telefone gehabt haben und werden auch zum Großteil ihre Telefonnummern behalten wollen. Und da war die Grundidee, dass halt mit möglichst wenig Schritten, dass ich nicht alles, was ich schon habe und was ich auch an Daten in der iGroupware ja schon festgehalten habe, dass ich das manuell nochmal eingeben muss und halt auch immer eine Chance habe, dass bei der manuellen Wiedereingabe mir halt auch irgendwie 3-4 Fehler unterlaufen. Und wenn ich jetzt starte und habe jetzt im Adressbuch diese Telefonnummer nicht eingetragen, muss ich dann jetzt an der Stelle unterbrechen und muss die zuerst ins Adressbuch eintragen und dann weitermachen oder wie verhält sich das? Nee, das haben wir jetzt ganz neu eingebaut. Da oben steht ja, ändere die Telefonnummer im Adressbuch, wenn notwendig. Das heißt also, wenn ich jetzt, ich sag mal, doch auf eine andere Nummer gehe oder mir einen größeren Nummernblock holen will und sage, ich muss die jetzt neu vergeben, der Haken ist ja automatisch drin, dann kann ich jetzt hier drin auch einfach die Nummern vergeben und die iGroupware trägt mit diesem Migrationsassistenten die Rufnummer dann auch im Adressbuch ein. Das heißt also, ja, möglichst wenig Arbeit machen für den, der umsteigen will. Super, Birgit, dann los geht's, oder? Drücke ich einfach mal auf Hinzufügen. Dann dauert es jetzt einen kleinen Moment. Und dann sehen wir jetzt
hier oben die Erfolgsmeldung in grün kam an, dass die ganzen Telefonnummern eingetragen wurden. Und ich beende jetzt mal meine Freigabe. Und dann kann der Daniel nochmal in den Account selber reinschauen auf der Seite von PlaySell. Und wir gucken uns das jetzt einfach von der Seite nochmal an. Genau, ich habe es auch gerade schon live die ganze Zeit aktualisiert und live gesehen, wie sich alles verändert hat. Jetzt solltet ihr wieder meinen Account sehen. Ja. Und jetzt sind wir an derselben Stelle wie eben. Nur, dass wir jetzt hier sehen, es gibt 3 Rufnummern, die gab es vorher auch schon. Aber zusätzlich dazu haben wir jetzt hier 9 Mitarbeiter angelegt. Zeigen wir gleich noch ein bisschen genauer. Und 9 Telefoniebenutzer, das sind die Birgit ausgewählt hat in E-Groupware. Und ich zeige das mal in einer größeren Übersicht hier, der Mitarbeiter zum Beispiel. Wir haben tatsächlich jetzt hier verschiedene Mitarbeiter angelegt mit einer Rufnummer. Das ist dann quasi hier, dann können wir drüber hochfahren, die Rufnummer, die diesem Mitarbeiter zugewiesen ist, beziehungsweise das Telefonieziel, das ja auch hier angelegt worden ist, gehört dann zu diesem Mitarbeiter. Hier sieht man dann auch ganz schön die Durchwahlen, die Birgit eben ausgewählt hat in der Web-Oberfläche. Die wurden jetzt hier ordnungsgemäß übertragen. Und ja, Sie haben ja eben den Prozess gesehen, wie man einen Mitarbeiter anlegt. Ich glaube, es ist dann auch sehr entspannt, wenn man einfach nur noch in der E-Groupware auswählen muss, welche Mitarbeiter möchte ich übertragen, und dann sind sie einfach da. Also das spart, glaube ich, ungemein Zeit. Ich glaube, bei 7 oder bei 9 Nutzern ist es, glaube ich, könnte man es auch noch manuell machen. Wenn es aber mehr sind, ich glaube, dann ist es Gold wert, dass man es automatisiert übertragen kann. Genau. Und das ist jetzt hier alles passiert. Wir können mal in so einen Mitarbeiter reingehen. Ja, dann haben wir hier die Daten. Wir sehen auch hier schön, die E-Mail-Adresse wurde übertragen. Das heißt, der Mitarbeiter ist vollständig angelegt. Das heißt, selbst wenn er mal Zugang haben möchte zu diesem Portal, könnte er das. Er könnte sich auch ein Passwort neu anfordern, wenn er seins nicht mehr findet oder seins nicht generiert. Und wir sehen jetzt das Pendant dazu auf der E-Groupware-Seite. Wir sehen nämlich jetzt unsere VoIP-Ziele, also auch hier wieder aus der Administration, EPL-Funktion, PlaySell VoIP-Ziele. Und ich kann jetzt genau sehen, welche Benutzer da drin sind, mit welchen Durchwahlen, den ausgehenden Telefonnummern und registrierten Telefonen, wenn da welche sind. Also ich höre und ich nicht. Kann jetzt hier an der Stelle zum Beispiel... Kann man mich nicht hören? Das hier bearbeiten. Könnte ich hören. Birgit bewegt sich bei mir nicht. Okay. Vielleicht mal kurz den Browser neu laden. Und ich kann jetzt hier, das ist derselbe Punkt, an dem Daniel eben auch war, also ich könnte mir jetzt hier ein Passwort setzen lassen für den Benutzer Ralf Becker. Der bekommt dann von PlaySell eine E-Mail zugeschickt mit einem Passwort-Reset-Link, wie man das typischerweise kennt. Ich kann aber auch hingehen und kann zum Beispiel als der Benutzer hier draufklicken, dann lädt er mir den QR-Code, den ich scannen kann, um ein Softphone mir herunterzuladen, zum Beispiel für mein Handy, dass ich dann einfach nur scanne und das dadurch entsprechend automatisch generiert wird. Oder ich kann natürlich an der Stelle hingehen und kann sagen, ich möchte jetzt hier Telefone registrieren. Das geht, indem du auf den Benutzer draufklickst. Das können wir ja auch gerne mal durchspielen. Wenn du einen Rechtsklick auf den Benutzer machst, auf das VoIP-Ziel in der Liste. Telefon hinzufügen. Zufälligerweise habe ich hier so ein Gerät, wo wir das jetzt mal durchspielen wollen. Das ist ein Cisco 6851. Und da ist jetzt wichtig, dass man halt die MAC-Adresse zur Hand hat. Ich tue die dir mal kurz diktieren, Birgit. 548A BA94D69D. E6 oder B6? Dora 6, 9 Dora. Braucht ihr da noch überall die Doppelpunkte dazwischen drin? Nein, die kann man sich dazu denken, man kann sie machen oder weglassen.
Ja, dann sage ich jetzt einfach mal hinzufügen. Das wird jetzt so erfahrungsgemäß ein paar Sekunden dauern oder so ein, zwei Minuten, bis das Telefon die hat. Also im Playstyle ist es aber schon da. Also angelegt ist das Telefon. Ja, wir können ja jetzt mal auf der Playstyle-Seite schauen. Ja. Moment. Einmal wieder zu Daniel rübergeben. Schauen wir das nochmal an, wie das mit Playstyle aussieht. Genau, hier im Duo. So, wir sehen jetzt hier, also ich bin jetzt hier auf den Punkt Administration, IP-Geräte gegangen, IP-Endgeräte. Und hier sehen wir quasi das Telefon, was angelegt worden ist, mit einem Nutzer, der verknüpft wurde. Und die Telefone, die hier angelegt sind mit der MAC-Adresse, die kriegen automatisch die Konfiguration von uns zugespielt im Auslieferungszustand, also wenn man sie auf Werkseinstellung zurücksetzt. Und deswegen müssen wir jetzt vielleicht ein, zwei Minuten warten. Mal geht es ein bisschen schneller, mal dauert es ein bisschen länger. Und dann kannst aber natürlich auch mal einfach auf Werkseinstellung zurücksetzen, wenn du denkst, das geht dann schneller. Also wenn man das macht, dann wird quasi, wird es getriggert, dass die Konfiguration gezogen wird. Ansonsten passiert das in irgendeinem Intervall und dann müssen wir vielleicht ein, zwei Minuten länger warten. Also auf Werkseinstellung. Strom raus, Strom rein. Das ist immer gut. So, also ich mache jetzt hier einfach mal Geräteadministration und dort drauf, ich weiß nicht, ob man das einigermaßen... Du kannst nichts sehen, man sieht nur deinen Kopf, jetzt sieht man das. Aber ich glaube, es ist auch schwer zu erkennen, so auf die... Ja, auf dem Bildschirm, das kann man... Die Entfernung ist ein bisschen wenig. So, Werkseinstellung, okay. Jetzt bootet das Telefon neu. Ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu hinzuhalten. Ja. Es war etwas überbelichtet, quasi der Bildschirm. Das heißt, das Prozedere brauche ich nur, wenn ich ein hartes Telefon habe und Einrichtung. Beim Softphone muss ich entweder dann, können wir vielleicht auch nochmal, vielleicht nachher nochmal schauen, wie das funktioniert. Mit der App habe ich verstanden, da lade ich mir die Playstyle-App auf das Handy runter und dann scanne ich den QR-Code, damit es dort eingerichtet ist, weil ich kann das auch nachher nochmal ausprobieren. Und im Prinzip das andere wäre ja, ich lade mir die App runter, wo kriege ich die App her, vielleicht ist auch nochmal so ein bisschen, dass wir es auch nochmal probieren können und dann wissen wir alle drei Möglichkeiten, das einzurichten, wie das im Prinzip für die Teilnehmer auch funktioniert. Aber ich denke, es ist wichtiger, dieses Telefon halt auch einzurichten, wenn es jetzt hochgestartet ist. So, hier sagt es inzwischen, System is booting. Mhm. Das ist schon mal gut. Ja, noch haben wir aber nichts. Also falls irgendwelche Fragen bisher aufkommen, gerne in den Chat schreiben. Auch, also man kann auch gerne kommerzielle Fragen stellen, ne, wenn es um Pricing bei Playstyle geht oder irgendwas, was dann irgendwie der Prozess der Umstellung von vom Altanbieter zum neuen Anbieter Playstyle und so weiter. Also in die Richtung können auch gerne Fragen gestellt werden. Also nutzen Sie heute die Plattform, um wirklich alles loszuwerden, was in unsere Richtung gespielt werden kann. Ja, ich würde gerne einmal eine Frage stellen. Ja, sehr gerne. Und zwar haben wir so ein paar, ich nenne es mal Gruppentelefone. Also das heißt in Büros, wo dann auch durchaus immer mehrere Mitarbeiter arbeiten, die teilen sich dann in unterschiedlichen Schichten dann ein Telefon. Kann man das auch so ohne weiteres übernehmen aus eGroup heraus, dass man das, dass man mehrere Mitarbeiter dann einem Telefon zuordnet? Also ich kann nicht. Ja, also weil letztendlich ist es ja das, was ich jetzt eben auch gemacht habe, dass ich meine Rufnummern da einfach an der Stelle mehreren vergeben habe. Und das kann ich natürlich ganz genauso. Ja, ich kann gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also er hat jetzt auch die Provisionierung bekommen und bootet jetzt mit Provisionierung. So, vielleicht um das Ganze nachvollziehen zu können, kann man jetzt auch hier in der Web-Oberfläche bei Playstyle sehen, dass bei dem Punkt Provisionierung bei diesem Telefon hier jetzt eine Uhrzeit steht. Und das ist die Uhrzeit, wann sich das Telefon zuletzt bei uns eine Konfiguration abgeholt hat. Wir sehen hier 15.30 Uhr, das war letzte Minute. Und wir sehen auch hier schon das VoIP-Ziel, das wird jetzt auch schon, das hat sich auch schon gemeldet. Deswegen ist hier auch ein grüner Punkt, es wird als online angezeigt. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis es jetzt auch final am Telefon. Ja, am Telefon ist es jetzt aufgetaucht. Also ich sehe jetzt, dass es das Telefon für Ralf Becker ist. Wenn ich hier nochmal draufklicke, dann kann man es ein bisschen besser sehen. Mhm.
Und im Prinzip könnte man mich jetzt auf der Nummer sogar anrufen. Das mache ich jetzt mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin immer so frech und mache das mal. Ich muss jetzt kurz die Rufnummer nochmal verstehen. So. Dann müsste dir jetzt noch hier erstmal noch eine Rufnummer geben, dass du auch erreicht werden kannst. Also wir haben jetzt hier 3 Testrufnummern. Mhm. Und eine davon, ich nehme mal jetzt einfach die erste. Warte mal, das war mit 02 zu war zu schnell. Ich dachte, wir hatten eine Nummer zugewiesen. Aber keine dieser Testrufnummern hier. 02219980934, richtig? Genau. Also hier müssen wir dann aber nochmal kurz sagen. Die Mailbox deaktivieren, wahrscheinlich. So, genau. Sonst funktioniert es nicht. Und der Ralf darf die annehmen. Genau, jetzt rufe ich da nochmal durch. So, jetzt müsste das hier auch klingeln. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Okay, es hat nicht funktioniert. Später noch einmal. Remember, you have dialed. Dafür ist ein Workshop ja da. Wir genau das mal rausfinden. Also eigentlich leitet jetzt diese Nummer auf den Ralf. Ich rufe auch nochmal an. Vielleicht war es auch eine Sekunde zu schnell. Ja, ich kann es ja nochmal probieren. Also ich rufe jetzt gerade an. Hallihallo. Genau, also jetzt höre ich dich. Du bist bei mir dran quasi. Ja, also hier sieht man es auch, ja, dass da jetzt telefoniert. Okay, super. Ich glaube, da warst du eine Sekunde zu schnell. Ja, okay, war ich zu schnell. Er ist abgespeichert. Gut, wir legen mal wieder auf. Ja, achso, ich habe ja, hab gerade schon aufgelegt. Okay. Ja, dann könnten wir uns das Ganze ja jetzt nochmal auf der IQ-Ware-Seite anschauen und könnten zum Beispiel jetzt mal hingehen. Dieses Telefon hat jetzt noch 3 besetzt Lampenfeld-Tasten und die könnten wir jetzt mal zeigen, wie wir die jetzt mit anderen Benutzern beziehungsweise auch mit freien Rufnummern belegen können in der IQ-Ware und wie das dann auf das Telefon drauf findet. Ich zeige noch mal ganz kurz, dass da gerade nichts ist, also dass da gerade nichts konfiguriert ist bei diesem Telefon. Wir können jetzt nämlich hier auf der Web-Oberfläche noch einmal ins Telefon gehen, haben dann hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und sehen jetzt hier bei den Funktionstasten, dass wir hier keine belegt haben. Das heißt, das Telefon hat jetzt per se 4 Stück. Eine davon wird schon von der Leitung konsumiert. Das heißt, wir könnten theoretisch noch 3 weitere belegen. Und genau, das machen wir jetzt einfach mal in IQ-Ware. Ich würde dir wieder das Sharing geben, Birgit. Jawohl, dann würde ich an der Stelle mal meinen Bildschirm wieder freigeben. Und zwar haben wir ja hier den Ralf und wenn wir den bearbeiten, dann kann der an der Stelle hier jetzt, das mache ich einfach noch mal ein bisschen größer, hier eingeben, was für Felder da drauf liegen sollen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, das soll das besetzt Lampenfeld sein für eine entsprechende Rufnummer. Ja, wir haben jetzt keinen BLF-User angelegt. Wir haben keinen BLF-User angelegt, deswegen bekomme ich hier nichts ausgewählt. Ich kann jetzt aber natürlich auch sagen, ich will hier Direktwahl und dann eine Handynummer eintragen oder eine Festnetznummer. Also einfach mal ja, und so als kleinen Tipp, nachdem dieses tolle Telefon da auch einen Namen anzeigt, kann ich hinten dran so einen Schrägstrich machen und kann hinschreiben, was ich da gerne sehen will. Also Hugo Mobil oder Firma XY, das wird dann auch auf dem Telefon entsprechend angezeigt. Das hängt aber ein bisschen vom Endgerät ab, ob das tatsächlich geht. Und Schrägstrich? Ja, so ein Pipe. Okay, Pipe kann... Also Alt-Grö, kleiner. Ja, okay. Und entsprechend kann ich das natürlich auch mit weiteren Lampenfeldern und so entsprechend ausführen. Ich mag jetzt einfach mal hier speichern. Wird das wieder einen kleinen Moment dauern?
Okay, hier blinkt es schon. Währenddessen kann ich ja mal zeigen, was man jetzt hier in der Liste auch sieht. Hier mittlerweile, während die anderen daran gearbeitet hat, hat sich die Nicole Oster mal ein Softphone für den Desktop heruntergeladen. Und man sieht es jetzt, dass das auch hier entsprechend drin ist und ich also auch hier als Nicole Oster telefonieren könnte. Und Ralf zeigt im Hintergrund, ja, mir schlecht als recht, dass da jetzt ein Besetzlampenfeld auch leuchtet. Ja, noch ist es nicht da, das dauert noch einen kleinen Moment. So, jetzt. Wie hast du dir das Telefon heruntergeladen, die Software? Wo finde ich die denn, die Software? Muss ich dann in Playcell rein oder wo ist die zu finden? Weil diesen Schritt hast du jetzt ausgelassen sozusagen für die Zuschauer. Den Schritt habe ich heimlich ausgelassen. An der Stelle tatsächlich muss ich jetzt einfach auch sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, Ralf, zeigen wir auch das Herunterladen für Windows-Clients an? Ich glaube nämlich, wir zeigen es noch nicht an. Das könnten wir durchaus machen. Okay. Also ich war jetzt tatsächlich heimlich auf der Web-Oberfläche. Okay. Und habe es von dort heruntergeladen. Ich kann an der Stelle einfach mal zeigen, wie das aussieht. Das heißt, ich bin hier als Nicole Oster und habe hier die Oberfläche, um mir da verschiedene Clients herunterzuladen. Das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich das hier herunterlade, das hat automatisch die entsprechenden Zugangsdaten und die ganzen Sachen in der Konfigurationsdatei auch schon drin. Sprich, ich muss an der Stelle nicht mehr machen, als es herunterzuladen, es zu installieren, also auszuführen und dann stellt es die Verbindung automatisch her. Das, was wir jetzt momentan drin haben, sind quasi die Sachen, die auf der rechten Seite schon da angeboten werden. Aber ich denke, wir können die linke Seite und sollten sie einfach auch dazu machen, dass man als Benutzer auch aus der e-Groupware heraus das dann auch anstoßen kann. Ich kann ja mal umgekehrterweise jetzt hier in die e-Groupware noch mal reingehen. Und ich gehe jetzt mal als Benutzer Nicole Oster auf meine Anrufliste. Und wenn ich auf meiner Anrufliste bin als Benutzer, dann habe ich hier auch diese Option, mir meine SIP-Zugangsdaten und Funktionstasten anzeigen zu lassen. Und ich bin quasi an derselben Stelle, die ich auch aus der Administration her erreichen kann, nur dass ich sie jetzt natürlich als Benutzer selber aufgerufen habe und nicht den Admin brauche dafür, dass er es für mich aufruft. Und wie gesagt, wir würden jetzt hier einfach noch dann auch dazu machen, dass man hierüber dann auch sich das Softphone für den Desktop herunterladen kann. Das heißt, hier habe ich jetzt die Links für die Mobiltelefone. Jetzt angenommen, ich hätte jetzt mein Android hier zur Seite, dann würde ich jetzt in den Playcell Store gehen, würde mir die Playcell App installieren. Umgekehrt würde ich das Gleiche machen für, wenn ich ein Apple hätte, dann würde ich in den Apple Store gehen, würde mir die Playcell App herunterladen. Und dann fragt er mich nach der Konfiguration. Das habe ich gestern schon mal vorbereitet. Und dann sagt der Autokonfiguration, dann scanne ich in dem Moment diesen Code hier ab. Und dann ist mein Handy quasi konfiguriert und ich kann direkt starten und habe die mobile App von Playcell auf meinem Telefon drauf. So sieht das aus. Das heißt, und hier würde dann auch der Download-Link für die Anwendung, für die Windows-Version dann auch stehen. Genau, wir würden hier jetzt einfach die anderen Links auch noch dazu machen, sodass man sich die auch auf dem Wege einfach herunterladen kann. Ja, was man hier jetzt noch sehen kann, wenn ich ein beliebiges VoIP-Telefon schon habe, kann ich mir da auf der linken Seite halt auch die VoIP-Kennung, den SIP-Server und das Passwort, das wird jetzt halt nicht von vornherein angezeigt, da kann ich einmal draufklicken und dann kann ich auch das Passwort sehen oder kann auf das Passwort drauf, ich kann auch auf die Sachen draufklicken, dann werden sie mir ins Clipboard übertragen. Also somit kann ich die dann auch wenn ich jetzt schon einen VoIP-Client habe und den weiterverwenden will, kann ich es auch da eintragen. Ich denke, Daniel kann noch mal ein bisschen was sagen, was die Vorteile von dem Zipgate-Client sind, weil der versteht ja einfach von Zipgate noch ein bisschen mehr und kann da auch vermitteln und solche Sachen. Ja, ich würde da einfach mal meine Freigabe beenden, damit da Daniel im Zweifelsfall wieder ein bisschen mehr zeigen kann. Genau, ich würde noch mal in die Web-Oberfläche gehen. Von Playstale, nicht von Zipgate halt.
Ja, alles gut. Im Endeffekt machen wir auch dasselbe, also ist ja auch SIP. Genau, also ich wollte nochmal zeigen, wie das Ganze jetzt bei den Telefonen oder bei den Telefoneinstellungen in der Web-Oberfläche aussieht. Das könnten wir dann hier bei dem Telefon, bei den Funktionstasten, hier könnten wir das alles einstellen. Wie gesagt, BLF, das, was bei Birgit gerade eben nicht angezeigt wurde, liegt darin, also es ist, da gibt es jetzt sogar eine Gruppe, aber dass wir hier noch keinen Telefoniebenutzer mit diesem Typen angelegt haben. Das heißt, hier ist ein Typ Standard angelegt. Das sind alle Benutzer, das haben wir eben so ausgewählt. Es gäbe aber auch noch, und wenn wir jetzt hier mal auf das Plus klicken, dann sehen wir das auch, es gäbe auch den Typ BLF. Und das sind dann eben diese Nutzer, die auch wirklich mit diesen Tasten was anfangen können. Die Tasten können zum Beispiel, wenn ich jetzt den Ralf auf mein Telefon legen würde, könnte ich sehen, wann er einen Anruf bekommt, könnte sehen, ob er frei ist, ob er gerade telefoniert, könnte mit dem Klick, könnte ich ihn anrufen etc. Und das wäre dann mit BLF noch da. Das heißt, wenn wir jetzt diese Nutzer hätten, dann würde das auch funktionieren. Und, ja, also das kann man in dem ersten Wizard, in dem Birgit die User übernommen hat, an der Stelle kann ich also auch sagen, dass ich BLF-Benutzer anlegen will. Sprich, wenn halt eine gewisse Anzahl BLF-Telefone bekommen, dann muss ich die halt einfach getrennt von den anderen Benutzern, die keine bekommen, anlegen und muss das halt in, ich sag mal, zwei Durchgängen machen. Und dann kann ich denen auch direkt BLF und ich könnte auch direkt die MAC-Adressen vergeben für die Telefone. Also da geht alles. Wenn ich es nachträglich machen will, muss ich das VoIP-Ziel halt erstmal löschen und wieder neu anlegen. Aber auch das ist kein großes Problem. Kann man auch von der e-Groupware aus jederzeit machen. Genau, also darauf sollte man dann direkt am Anfang am besten achten. Möchte man solche BLF-Benutzer haben? Aber das weiß man in der Regel auch ganz am Anfang. Wenn man weiß ja, ob man es gebucht hat und ob man das nutzen möchte. Einfach das Häkchen setzen und dann ist die Sache auch ja, fertig. Genau, ja, das dazu. Ich kann jetzt leider nicht das Softphone zeigen, weil ich jetzt hier auf einer Mac-Maschine bin. Das ist das Windows-Softphone. Ich glaube, da kannst du mehr zeigen, Birgit. Aber grundsätzlich ist das der Client. Wir haben ja eben schon gesehen, wo wir ihn runterladen können, den sich jeder Nutzer zum Telefonieren runterziehen kann. Und zum Telefonieren. Das kostet auch nichts. Das ist eine kostenlose Anwendung zum Telefonieren, zum Weiterleiten etc. Wenn man ein bisschen mehr mit diesem Client machen möchte, dann kann man die Pro-Version bei uns buchen. Die kostet dann 1 Euro mehr. Und dann haben wir auch ja, Funktionen, um zum Beispiel ein Telefon zu steuern mit diesem Client oder aus eine Nummer hier im Browser zu kopieren in den Client, um dort anzurufen etc. Solche Dinge sind dann in der erweiterten Version möglich. Aber die Standardversion reicht zum Telefonieren. Also für den normalen Nutzer ist das eigentlich der perfekte Client. Ja, insbesondere, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir ja tatsächlich aus der e-Groupware heraus den Anruf quasi auslösen, sprich, wenn ich jetzt telefonieren will, annehmen geht natürlich sowieso. Also alles, was an mich eingeht, klingelt mein Softphone, ich gehe da dran. Und entsprechend ist es aber auch so, wenn ich aus der e-Groupware heraus telefoniere, dass ich einfach in meinem Adressbuch auf die entsprechende Telefonnummer klingelt. Das klingelt an meinem Softphone oder es klingelt an meinem normalen Tischtelefon oder es klingelt an meinem Handy. Also je nachdem, welcher Client... Du kannst es dir für die Nicole Oster mal einfach vorführen, Birgit, dass du mit der Nicole Oster mal mich hier anrufst. Klar, gerne. Ich gebe noch mal meinen Bildschirm frei. Ich will auch noch mal schauen. So, wenn ich jetzt in mein Adressbuch wechsle, ist mein Client erstmal wieder im Hintergrund, weil ich hier auf Vollbild bin. So, dann suche ich mal den Ralf Becker. Und ich glaube, jetzt wir sind beide auf derselben Telefonnummer, was natürlich ein kleines bisschen interessant ist, aber letztendlich würde ich jetzt, ja, jetzt habe ich einen eingehenden und einen ausgehenden Anruf zur selben Zeit, denke ich mal. Also ist einfach, wenn es eingerichtet ist. An sich ist es einfach. Jetzt in dem Testfall mit den 3 Testbenutzern ist es natürlich schwierig. Wir sehen jetzt auch hier bei mir hat sich aus der e-Groupware heraus die CRM-Ansicht geöffnet. Einfach dadurch, dass ich da drauf geklickt habe und die Telefonnummern jetzt halt bei verschiedenen Benutzern eingetragen sind. Also von daher, wenn ich eine Telefonnummer bei mehreren
Benutzern oder Kontakten eingetragen habe, naja, dann ist es der Erste, der sich da öffnet. Aber in der Realität ist das ja jetzt auch so häufig nicht der Fall, dass ich da wirklich das ein echtes Problem ist, sondern es ist halt jetzt eher von dem Testszenario und unseren drei Rufnummern das Problem, dass wir 9 Personen mit 3 Rufnummern da angelegt haben. Aber das Ganze hat sich geöffnet. Ich kann jetzt auch mal hier mein Telefon nochmal hier anzeigen und entsprechend an der Stelle würde dann jetzt das halt auch aktiv sein. Das ist jetzt, wie gesagt, einfach mit dem gleiche Rufnummer für eingehend und ausgehend. Ich glaube, das war ein bisschen schwierig. Da haben wir es schlecht gewählt von dem, was wir an Telefonnummern für den Ralf und die Nicole Oster zugewiesen haben. Gibt's aber denn ich glaube, das Prinzip ist durchaus verständlich. Ich frage mal kurz in die Runde, gibt es denn Fragen bis jetzt zu der Einrichtung? Ich weiß, die eine Frage ist noch nicht ganz beantwortet von dem Herrn Kelb. Also ich denke, da werden wir nachher nochmal drauf eingehen, wenn wir ein bisschen weit gekommen sind, auch mit Gruppenkonfiguration. Aber ich frage, ob bis jetzt schon Fragen von den Leuten da ist. Vielleicht einfach mal in den Chat schreiben, ja oder nein, 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 dass wir wissen, okay, wir können dann entsprechend ein bisschen weitermachen oder ob bis jetzt schon Fragen aufgetaucht sind. Also die Frage mit den mehreren Benutzern, die kann ich gleich gerne mal beantworten, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie da hinaus wollen. Ich kann jetzt hier nochmal, um das so ein bisschen auch weiterzuführen, nochmal von der E-Groupware-Seite aus anzeigen. Also ich habe ja hier eine Rufnummer und ich habe eine Durchwahl. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, die Durchwahl mit der Rufnummer 34, die geht an eine Gruppe. Und wenn ich das jetzt mache, dann sind alle Personen, die in dieser Benutzergruppe, in der E-Groupware-Gruppe drin sind, entsprechend auch bei denen würde diese Durchwahl entsprechend angezeigt werden. Natürlich ist es jetzt wieder in dem, was wir hier gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, wer alles in meiner Sales-Gruppe drin ist und ob das jetzt passt von den Rufnummern, die wir zugewiesen haben. Aber auch das ist ja eher so unser Testszenario, als dass ich nachher, wenn ich jetzt hier auf so einer Benutzergruppe drauf bin und mir hier Sales anschaue, dann sind da ja jetzt 2 Benutzer drin, die nichts mit dem zu tun haben, denen ich die Telefonnummern zugewiesen habe. Aber in der Realität ist es so, dass ich da halt meine entsprechende Rufnummerngruppe habe und über die Zuweisung von der Rufnummerngruppe mir dann auch auf meiner Anrufliste entsprechend angezeigt wird, dass diese Gruppenrufnummer oder die zentrale Rufnummer halt nicht nur bei einem Benutzer, sondern bei mehreren angezeigt wird. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt halt so ein bisschen querbeet, weil eingehende und ausgehende Rufnummern und die Gruppenrufnummer nicht ganz zusammenpassen. Aber in der Realität kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, also wir haben ja auch bei uns die 0 ist so die klassische, bei uns heißt es dann auch 0-Gruppe, in der sind die Personen drin, die bei uns typischerweise im Büro halt auch auf der zentralen Rufnummer Anrufe entgegennehmen und bei denen wird dann auch in der Anrufliste entsprechend angezeigt, welche Verbindungen da sind. Aber dann würde ich jetzt einfach mal meine Frage. Und für die wird auch entsprechend der CRM-View geöffnet. Ich denke, das ist noch wichtig zu wissen. Bitte? Ich sage für die, es ist noch wichtig zu wissen, wenn ich jetzt so etwas wie die 0 habe oder auch eine andere Gruppenrufnummer und habe da eine gewisse Menge von Leuten, die da dran gehen sollen, dann wird darüber auch in der E-Groupware gesteuert, dass zum Beispiel die 3, die diese 0-Nummer bedienen, dass auch für diese 3 dann tatsächlich der CRM-View in der E-Groupware geöffnet wird, egal wer dann dran geht. Sobald jemand dran gegangen ist, wird dann auch in der E-Groupware in der Anrufliste natürlich angezeigt, dass jetzt tatsächlich die Birgit dran gegangen ist und nicht nur, dass es bei der 0-Gruppe geklingelt hat. So, dann gebe ich das jetzt mal wieder frei für den Daniel. Lieben gern. Vielleicht fange ich mal mit der Frage an, die gerade eben noch gestellt worden ist. Dann ist die schon mal beantwortet. Also wenn ich ein bisschen leise vom Ton höher. Kannst du ein bisschen deinen Ton? Ich glaube, ich muss eher in Richtung des Mikrofons sprechen. Ja, das würde helfen. Ich kann mir das ja mal ein bisschen hier rüberziehen, dann ist das vielleicht auch einfacher. So, jetzt ist es direkt vor meinem Mund. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut. Perfekt.
Perfekt, okay. Genau, also die Frage war ja eben, wie kriege ich, also es gibt mehrere Nutzer, die sich ein Telefon teilen. So habe ich die Frage verstanden. Korrigieren Sie mich gerne oder ergänzen Sie mich. Das trifft zu. Okay, also da gibt es ja verschiedene Wege, die nach Rom führen. Entweder haben wir dann ein Telefon, wie jetzt das hier vom Ralf Becker, wo wir verschiedene Lines drauflegen. Also ich sage jetzt mal, es gibt jetzt hier, sagen wir mal, zwei Benutzer. Einmal die Nicole Oster, Ralf Becker und die Susanne Meyer, die dieses Telefon nutzen sollen. Wenn ich das jetzt speichere, dann würde sich das auch live auf dem Telefon vom Ralf jetzt anpassen. Beziehungsweise ich kann mir das sogar aussuchen. Ich kann jetzt hier sagen, möchte ich, dass es sich jetzt ändert? Ja, kannst du ruhig machen. Oder ist das nur eine Änderung, die in der Weboberfläche passiert und später erst zum Telefon geschossen werden soll? Und wenn ich das jetzt drücke, dann wird sich das jetzt relativ zügig auch auf dem Telefon anpassen. Das wäre die eine Variante. Das heißt, das können dann auch drei verschiedene Rufnummern sein. Das heißt, die können drei Rufnummern als Durchwahl auch draußen bekannt haben. Das Telefon klingelt für alle drei und ich kann am Telefon dann sehen, ob es jetzt für Nicole Oster, Ralf Becker oder wer auch immer der dritte war, klingelt. Genau, also der Ralf Becker zum Beispiel hier, da haben wir ja auch entschieden bei den Rufnummern draußen hier, dass diese Rufnummer beim Ralf Becker klingelt. Wir könnten jetzt eine andere nehmen, die klingelt dann bei Nicole Oster und die dritte klingelt dann bei der Susanne Meyer. Dann haben wir auch drei Rufnummern, die aufs selbe Endgerät führen, weil eben alle drei Nutzer auf diesem Endgerät drauf sind, zur Verfügung stehen. Das wäre die eine Variante. Wir sehen jetzt auch gerade, dass die Provisionierung hier eingetroffen ist. Ja, perfekt. Ich sehe jetzt hier das Besetzlampenfeld, das Grün von den drei Leitungen. Und ich sehe das eine freie Besetzlampenfeld, was noch mit dieser Mobiltelefonnummer konfiguriert ist. Wir sehen jetzt auch hier die Susanne Meyer, die ist jetzt auch online, die hat jetzt auch einen grünen Punkt, weil sie jetzt eben auch auf dem Telefon live ist vom Ralf. Das heißt, die ist jetzt angemeldet. Alle drei Nutzer können jetzt erreicht werden, intern über die Durchwahlen hier, als auch extern über die Rufnummern, die wir konfiguriert haben. Und von diesem Telefon aus könnte man sich jetzt aussuchen, mit welcher Leitung man raus telefoniert. Das heißt, wenn der Ralf jetzt auf den Knopf drücken würde, wo Nicole Oster steht, dann telefoniert ihr mit den Daten raus, die hier auch stehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal reinklicke, würde er mit dieser Rufnummer hier raus telefonieren. Und entsprechend würde das bei den anderen Nutzern auch gehen. Also so kann man sich ein Telefon teilen. Das wäre Variante 1. Variante 2 wäre, wenn wir Hotdesking verwenden. Das ist quasi die Möglichkeit, dass man sich am Telefon an- und abmelden kann. Wir sehen jetzt hier bei dem Endgerät, wenn wir hier mal reinklicken, gucken wir, ob wir das gerade hier sehen. Wir müssen auf den Nutzer gehen. Wir können jetzt hier, ich gehe mal auf den Ralf Becker, haben wir hier den Punkt Hotdesking und hier können wir jetzt ein Login vergeben, um sich quasi an einem Telefon an- und abzumelden. Wir können auch sagen, welches Telefon soll denn das Standardtelefon sein und wir würden das hier dann vergeben und dann könnten wir sagen, dass es auch noch andere Nutzer gibt, die Hotdesking verwenden. Und dann könnte man sich an- und abmelden. Das heißt, dann könnte Ralf sich an dem Telefon von Nicole anmelden und auch wieder abmelden und so weiter. Und die Konfiguration vom Endgerät, das, was wir in eGroupware machen, wird entsprechend immer mitgezogen zu dem jeweiligen Benutzer, der sich dann da anmeldet oder auch abmeldet. Also das ist zum Beispiel, wenn sich zwei Teilzeitkräfte einen Schreibtisch teilen und da steht halt ein physisches Telefon drauf, aber die haben da ganz andere Tastenbelegungen und so weiter. Genau. Würde dann auch die Durchwahl dann signalisiert werden? Wenn man jetzt quasi Durchwahl hat, dann würde er raus telefonieren, auch die Durchwahl anzeigen, wenn es gewollt wäre sozusagen. Also es wird alles rübergezogen. Also wenn ich mich anmelde, dann wird am Ende des Tages dieser Nutzer hier komplett rübergezogen. Der meldet sich dann über das Gerät an, wo man sich angemeldet hat. Das heißt, man telefoniert auch mit der normalen Nummer von einem selber raus. Als auch die Konfiguration des eigenen IP-Endgeräts. Also das System ist dann so aufgebaut, dass eigentlich die Konfiguration zieht sich von IP-Gerät zu IP-Gerät dann immer wieder rüber. Das heißt, der Ralf Becker hat jetzt hier eine Konfiguration mit diesen drei Nutzern sogar drauf. Wenn er sich jetzt ans andere Telefon anmelden würde, würden diese drei Nutzer mitgezogen werden. Und alle anderen Einstellungen, und davon gibt es hier eine Menge, die man, also die Tastenbelegung, Telefonieeinstellungen und so weiter, das wird sich alles mitziehen. Das heißt eigentlich das perfekte Hotdesking, weil man wirklich seine komplett eigenen Einstellungen hat. Genau, beantwortet das die Frage oder habe ich sie noch nicht? Ja, nein, sagen wir mal so. Also
sieht bei uns eigentlich eher so aus, dass nicht jeder Mitarbeiter eine eigene Durchwahl, eigene Rufnummer hat, sondern es ist tatsächlich auch so ein, ja, ein Gruppentelefon, also eine Rufnummer, da ja immer mehrere Mitarbeiter in der gleichen Schicht da sind, sich die Schichten natürlich wechseln, Frühschicht, nachts, wie auch immer. Mhm. Also, dass man da, ja, und die sollen auch ruhig aus, also ich denke, das soll auch so weiter behalten werden, dass die auch alle über dieselbe Rufnummer auch wieder raus telefonieren. Das heißt, die sind, also brauchen sie ja eigentlich nur einen Nutzer. Sie haben ein Telefon, einen Nutzer, der mit genau. einer Nummer erreicht werden kann. Ja, so ganz so ist es nicht. Also ich denke, es ist so dieses Typische, was wir auch machen und was ich vorhin versucht habe zu erklären. Das heißt, ich habe nach außen hin signalisiere ich eine Rufnummer XYZ. Die klingelt dann aber tatsächlich, die wird als ausgehende Rufnummer bei den drei Benutzern von der E-Groupware jeweils angezeigt. Per Durchwahl sind die Leute aber unter einzelnen Durchwahlen erreichbar. Okay. Ja, das geht aber auch. Also genau. Muss man halt nur dann richtig aufbauen. Also dann würde ich zum Beispiel sagen, bauen wir einfach eine Gruppe. In dieser Gruppe, ich mache das einfach mal jetzt live, wir nehmen einfach mal eine Gruppe, wo alle klingeln. Das ist ja dann egal, es ist ja immer nur einer erreichbar. Nenne ich jetzt einfach mal die Daniel-Gruppe. Support oder sowas, vielleicht so, dass man es ein bisschen vorstellen dazu hat, vielleicht, dass man einfach sagen, das eine ist Support, das andere ist vielleicht Sales oder sowas und dann können wir uns das gut vorstellen. Ja, also ich mache jetzt einfach mal die Support-Gruppe und klicke da jetzt ein paar Nutzer rein, nehme einmal den Ralf, die Nicole, die Susanne, um beim Beispiel zu bleiben. Wir gehen jetzt davon aus, die drei teilen sich das Telefon, die werden unter derselben Rufnummer erreicht, aber müssen eben intern, und das sind dann quasi die Zahlen jetzt hier hinter, oder die Ziffern hinter dem Namen, intern möchten die über eine interne Durchwahl erreicht werden. Würde ich einfach sagen, diese Gruppe existiert jetzt. Und dann sagen wir bei der Rufnummer, diese Rufnummer klingelt auf dieser Gruppe. Können wir uns dann hier aussuchen. Mehr müssen wir dann eigentlich erstmal nicht definieren. Wir müssen eigentlich noch definieren, was passiert, wenn da keiner dran geht. Also da kann man auch noch sagen, geht es auf die Mailbox, passiert was anderes. Ich lasse es jetzt mal bei der Mailbox. So, dann haben wir das schon mal eingestellt. Und dann müssen wir nur diesen Login, also Hotdesking, wovon ich gerade eben gesprochen habe, müssen wir dann halt, können wir ja trotzdem nutzen. Dann ist es eben immer mit demselben Telefon. Dann sage ich jetzt hier beim Ralf Becker zum Beispiel Hotdesking Login. Wäre hier Login und PIN, mache ich jetzt hier 1, 2, 3, 4 und der PIN wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sollte eigentlich gehen, das verknüpfte Endgerät ist das vom Ralf Becker und das, was wir dann hier verknüpfen, ist dann im Endeffekt das Endgerät, was da steht, was die sich teilen mit der Konfiguration. Speichern das Ganze und dann kann sich der Ralf Becker jetzt anmelden, dann nehmen wir noch die Nicole Oster, können hier wieder selbiges Endgerät auswählen bei Hotdesking, wählen dann hier auch wieder eine Zahlenfolge zum Beispiel, oder eine Zahlenfolge aus für den Login, das natürlich dann richtig mit den Logins, sucht wieder aus, wie loggt man sich hier ein, verknüpft das Endgerät und fertig. Und diese Nutzer, dann würde ich jetzt hier zum Beispiel beim Ralf Becker, der telefoniert jetzt mit der 34 raus und ich glaube, den habe ich denn jetzt gerade editiert. Die Nicole hast du noch. Die Nicole, die ist er. Genau, hier ist die Rufnummer noch unterdrückt. Hier würde ich auch einfach sagen, die telefoniert auch mit der 34. Die beide über die 34 erreicht werden, über die Gruppe. Ausgehend telefonieren die auch mit der 34. Intern können die aber über ihre eigene Durchwahl erreicht werden. Also so, das heißt, ich signalisiere nach außen die Rufnummer, unter der meine Benutzergruppe erreichbar ist. Genau. Und wenn der Anruf eingeht, klingelt es halt auch entsprechend bei allen, wo diese Rufnummer zugeordnet ist. Und das ist das, was wir dann in der E-Groupware wieder gleich schließen, indem ich auch dort meine Gruppe habe, meine gleichen Benutzer in der Gruppe drin habe und dann die Anruflisten auch von dieser zentralen Rufnummer bei den Leuten angezeigt wird. Also das ist auch beliebig kombinierbar. Also wir benutzen es zum Beispiel intern bei uns, dass die 0, das ist das die Nummer, die normalerweise angerufen wird, wenn ich jetzt keine Durchwahlen kenne, die wird hier von drei Leuten auf drei verschiedenen Endgeräten bedient und zum Teilweise signalisieren die nach draußen auch die 0, wenn sie anrufen, teilweise signalisieren die nach draußen aber auch ihre eigene Durchwahl, je nachdem, wie das halt gerade von dem entsprechenden Mitarbeiter
oder von der Firmenpolicy gewünscht ist. Also auch das ist ja völlig frei konfigurierbar. Ist die Frage jetzt beantwortet? Ja, was mir gerade noch so ein bisschen durch den Kopf schießt, ist diese interne Durchwahl. Also bei uns sieht es momentan so aus, dass es halt auch die interne Durchwahl auch für alle Nutzer des Apparates auch gleich ist. Also beziehungsweise dann jetzt mit diesem Hotdesking, wenn da jetzt jemand anderes sich da anmelden möchte von diesen Benutzern, die dem Apparat zugeordnet sind, muss er jedes Mal dann seine PIN und die Nummer da eingeben? Er muss das erste Szenario, was wir gesehen haben, wäre einfach, der Apparat ist fest diesen drei Benutzern zugeordnet. Das klingelt einfach und wenn ich jetzt rauswählen will, muss ich halt sagen, ich bin der Ralf, der abgenommen hat, weil das Telefon das natürlich nicht wissen kann. Dafür brauche ich aber dann auch nicht ständig die Anmeldung zu machen. Okay, ja, wird, glaube ich, ein bisschen, unübersichtlich bei weiß nicht, 15 oder 20 Nutzern. Das, würde ich also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es bei Ihnen ja der Fall, dass alle quasi im selben Raum sitzen und es eher ein Funktionsbenutzer ist oder ein Funktionstelefon, weil die alle, sage ich mal, auf dieses Telefon physisch drauf zugreifen. Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, da sitzen jetzt 10 Leute im Raum und die haben ein Telefon, aber die sind zur selben Zeit auch da oder sind diese unterschiedlichen Zeiten dann da? Teilweise zu unterschiedlichen Zeiten, also sind Gruppenmitarbeiter im Betreuungsdienst, um das jetzt mal für Sie verständlich zu machen. Sind, ich sag mal, 3-4 Mitarbeiter in der Frühschicht, in der Spätschicht und einer dann vielleicht in der Nacht da. Und das Telefon hat halt diese eine feste Nummer aktuell. Hat halt einen Durchfall 123 oder so. Und darunter sind sie alle zu erreichen. Es ist jetzt nicht immer klar, wer jetzt da ist, wer nicht da ist. Deswegen soll einfach nur diese Nummer gewählt werden können, um dann zu sagen, ja, alles klar, der Apparat klingelt. Wer dann da letzten Endes dran geht, kann keiner sagen, weil je nachdem, wo sie sich befinden oder wer da gerade in der Nähe des Telefons ist, geht dann halt dran. Das heißt, ich sag nur so, vielleicht nur mal ganz kurz, dass ich es verstehe, Sie sagen, dass diese Personen gar nicht so, ich sage mal in Anführungszeichen, diese wichtige Rolle bei dieser Nummer spielen, sondern eher die Abteilung. Also das heißt eine Einrichtung, ich sag mal, in einer bestimmten Straße und die haben jetzt oder in einem bestimmten Raum und die haben diese Rufnummer. Genau, die haben diese Rufnummer. Trotzdem soll da natürlich irgendwo im Telefonbuch, wenn ich einen Namen Meier da raussuche, soll dann halt auch dieses Telefon dann irgendwie klingeln, ne? Weil der da halt in dieser Abteilung sitzt oder beziehungsweise in der WG arbeitet. Ob der jetzt da gerade direkt am Telefon sitzt oder sonst wo da im Haus rumläuft, ist da immer dahingestellt. Muss man dann gucken, wer dann dran geht. Aber man soll halt zumindest die Rufnummer dann halt durch einen Klick auf den Namen in E-Group dann auch wählen können. Das ist ja schon möglich, weil im Prinzip, ich kann ja aus der E-Group heraus, ob sie einem oder 5 Leuten dieselbe Telefonnummer und dieselbe Durchwahl zugeordnet haben, ist der E-Group egal. Also den einzigen Effekt, den wir haben, ist nachher in der Anrufliste oder auch bei der CRM-Ansicht, die sich öffnet, ist es halt ein Stück weit reiner Zufall, ob es der Benutzer A mit der Telefonnummer oder der Benutzer B mit der Telefonnummer und der gleichen Durchwahl ist, der da von uns verknüpft wird, weil das halt so einfach nicht festzustellen ist. Also eine interne Durchwahl darf auch nur einmal existieren. Also es gibt jede Durchwahl nur ein einziges Mal im System. Das heißt, die darf man auch gar nicht doppelt vergeben. Also diese interne Durchwahl ist ein Unikat. Die ausgehenden Rufnummern und eingehenden, da kann man machen, was man will im Endeffekt. Also alle Nutzer, 1000 Nutzer mit derselben Rufnummer raus telefonieren, das wäre kein Problem. Oder auch 1000 Nutzer über dieselbe erreicht werden. Ich habe das jetzt so verstanden, dass Sie eine Gruppe haben mit Nutzern drin und Sie wollen, dass die alle dieselbe Durchwahl haben, intern. Ja, gut, das war jetzt vielleicht so eine alte alte Denkweise, alte Telefonanlagen-Denkweise. Das ist jetzt aktuell so, dass die da auf dieser alten Telefonanlage alle die interne Durchwahl haben, dieselbe. Aber was ja möglich ist, ist im Prinzip einfach zu sagen, die Telefonnummer, die bei dem Benutzer eingetragen ist, ist die, die von extern quasi auch erreichbar ist. Das heißt, wenn ich da bei der Nicole Oster drauf klingelt, dann klingelt es bei der Nicole Oster. Es würde aber genauso auch
bei dem Ralf und bei dem Dennis Jenkins, wenn die alle die gleiche Rufnummer haben, klingeln. Und wenn ich jetzt tatsächlich doch noch nur irgendwann mal jemand intern erreichen will, dann könnte ich tatsächlich auch diese interne Rufnummer, die Durchwahl, die eindeutig sein muss, verwenden. Aber ansonsten würde es einfach nur die Rufnummer sein, unter der die Leute auch von außen erreichbar sind. Ja. Ich glaube, was halt da auch noch ganz interessant ist, wo man sich überlegen sollte, ob man es nicht gleich trennt, wenn die zum Beispiel das Softphone auf ihrem Handy drauf haben, dann will ich natürlich schon die Möglichkeit haben, dass ich einen spezifischen Benutzer anwählen kann. Also das ist so ein Argument, was ein bisschen dafür spricht, denen durchaus existierende Durchwahlen zu geben, weil ich sie dann auch spezifisch anrufen kann. Dann klingelt zwar, ich sag mal, das Telefon im Arbeitsraum oder auf der Station, aber wenn ich die entsprechende Durchwahl gewählt habe, klingelt halt nur von dem einen Benutzer dessen Handy. Okay, ja, dann bringt uns das. Ja, müssen wir noch gucken, wie wir mit dem Plan und so weiter, wie wir das da zusammenstellen. Aber das bringt mir auf jeden Fall weiter mit den Durchwahlen. Passiert es denn öfters, dass derjenige umzieht? Also ich sag mal, umzieht im Sinne von, der ist jetzt heute in Abteilung 1 und am nächsten Tag ist er in der anderen Abteilung, weil das würde ja auch ein Problem, was damit gelöst wäre, wenn die ihre eigenen Durchwahlen auch hätten. Passiert durchaus des Öfteren. Also da, wir haben noch einige Mitarbeiter und die wechseln dann durchaus auch schon mal die Häuser. Das kommt des Öfteren auch schon mal vor, ja. Weil es wäre dann auch nochmal der Vorteil. Ich glaube, man muss es ein bisschen setzen lassen, bei Ihnen auch die Möglichkeiten überlegen, was A, was B, was besser geht und dann einfach mal so einen kleinen Test vielleicht auch einfach mal machen. Das werden wir auf jeden Fall machen vorher, sonst schießen wir uns auf irgendwas ein und dann hinterher funktioniert das aber nicht so, wie wir uns das dachten. Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen müssen. Also wir haben ja schon eine Testumgebung, Playstyle haben wir auch schon soweit einen festen Account, keinen Test-Account mehr. In der IT intern sind wir schon so ein bisschen am Testen, auch was das Softphone auf dem Laptop angeht. Ja, wie gesagt, das war jetzt halt eher für uns jetzt noch so interessant mit dem mit den Benutzern anlegen. Die ersten haben wir jetzt halt eher noch zu Fuß angelegt. Ja. Das wollten wir bei über 700 Mitarbeitern ja nicht machen. Verständlich. Kann ich verstehen, ja. Nee, aber ich denke mal, da können wir ja auch gerne einfach nochmal weitersprechen, Herr Kelb, wenn der nächste Schritt kommt und es nochmal um die Gestaltung da geht, dass sich im Zweifelsfall nochmal genauer auch anzuschauen, was der beste Weg ist, um das dann nachher bei euch auszurollen und auch gegebenenfalls, falls da was notwendig ist, um das aus der Seite der E-Groupware nochmal zu erleichtern für die 700, dann sprechen wir einfach miteinander. Ja, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich noch so ein bisschen Arbeit da reinstecken müssen, dass wir da irgendwo die Gruppen zuordnen, also auf jeden Fall überarbeiten mit den Telefonnummern oder was auch immer, dass das da auch wirklich reibungslos funktioniert. Ja. Zum Glück machen wir nicht alle auf einmal, sondern so ein bisschen nach und nach, oder haben wir es vor, so nach und nach die Standorte, die wir da dann ausstatten, weil zu alles auf einmal werden wir auch von der Zeit her nicht hinkriegen, alles an einem Tag da irgendwo umzustellen. Okay. Oder sämtliche Standorte, das wird zu viel. Okay. Wir werden auf jeden Fall gucken, wir in IT sind auf jeden Fall erstmal die Versuchskaninchen, was das angeht. Da werden wir uns das auf jeden Fall noch genauer angucken, wie das mit den Gruppen funktioniert, dass wir da irgendwo eine Rufnummer machen und so weiter, also wie die Integration dann auch zu E-Group dann auch funktioniert. Wie gesagt, wir werden es erstmal mit der Testumgebung uns anschauen, nicht in die Live-Umgebung gehen. Gibt es denn noch weitere Fragen aktuell, die wir vielleicht direkt klären können, die vielleicht noch aufgetaucht sind bei Ihnen? Spontan erstmal nicht. Also das waren jetzt erstmal so die Hauptgeschichten da mit dem Ruf, also mit Benutzergruppen, sage ich mal, dass sie da unter einer Rufnummer telefonieren können. Ja, ich denke, ansonsten kann vielleicht Daniel einfach auch nochmal ein kleines bisschen im Detail zeigen, wie das mit Ansagen, Routingplänen, was für Optionen man da noch hat, dass man mal so eine Idee bekommt, was damit abbildbar ist. Können wir das machen.
Dürfte auch sehr interessant sein, ja doch, weil sowas wird bestimmt auch noch auf uns zukommen, wenn die Zentrale nicht besetzt ist, soll dann auch irgendwann, also so läuft es aktuell, dass dann ein Anrufbeantworter geschaltet ist, dass andere Häuser, wenn da irgendwie oder die Büros nicht mehr besetzt ist, wenn Feierabend ist, dass dann auch auf die Zentrale umgeleitet wird und so weiter und so fort oder solche Geschichten halt, dass man das da auch irgendwie so mal relativ automatisiert vielleicht. Das wäre vielleicht auch ganz schön. Okay, dann würde ich sagen, ich fliege einfach mal so generell über die Oberfläche, um sie nochmal vorzustellen. Und dann können wir ja mal auf diese Spezialfälle nochmal eingehen. Und erstmal dasselbe Grundverständnis haben, was wir hier alles sehen. Also die Startseite haben wir ja schon kennengelernt. Wie kriegen wir die Übersicht über das, was passiert ist im Account oder das, was wir konfiguriert haben? Und zum Beispiel bei Rufnummern sehen wir nur die Rufnummern, die auch tatsächlich aktiv sind, also die dann auch für Sie als Kunden auch rechnungsrelevant sind. Alle anderen schlummern sozusagen im Account und die könnten wir dann auch jederzeit wieder aktivieren. Ich kann ja mal kurz hier reinspringen. Wir sehen ja jetzt hier unsere aktiven Rufnummern. Und wenn wir jetzt nicht in der Testphase wären, könnten wir hier oben auf Rufnummern aktivieren klicken. Und dann könnten wir eben auch Rufnummern, die wir noch, also zum Beispiel, wenn wir einen 100er-Block haben und Sie brauchen aber nur 30 Rufnummern, dann wollen Sie ja nicht für 100 Rufnummern zahlen, sondern nur für die 30. Und die anderen 70, die würden dann da schlummern, die könnte man jederzeit aktivieren und dann direkt nutzen. Also das ist dann just in time, wenn wir da draufklicken. Deswegen wichtig, hier werden nur die angezeigt, die wir auch tatsächlich nutzen. Genau, die Mitarbeiter werden hier angezeigt, die Telefonieziele und die IP-Endgeräte, die wir angelegt haben. Wie gesagt, das kommt ja alles aus eGroupware und wird automatisch hier aufgesetzt. Ist also für Sie dementsprechend entspannt, wenn Sie 700 Benutzer aufsetzen möchten, dann wird das alles automatisiert passieren. Wir haben hier noch einen kleinen Bereich Anrufe und Nachrichten, den kann man nutzen, um eine kleine Übersicht zu bekommen. Den muss man aber nicht nutzen, weil wir hier eigentlich sogar einen eigenen Reiter dafür haben, um zu sehen, was ist denn hier tatsächlich passiert. Und hier sehen wir zum Beispiel, das ist meine Handynummer, da habe ich eben angerufen, und zwar auf das Telefon vom Ralf. Und wir sehen, dass der Anruf hier auch noch getrackt worden ist und tatsächlich auch ausgeführt wurde, dass er auch angenommen worden ist. Und das ist quasi eine kleine Anrufliste für angenommene Anrufe, verpasste Anrufe, blockierte Anrufe und Sprachnachrichten. Blockierte Anrufe sind Rufnummern, die wir auf die Blacklist gesetzt haben, weil wir nicht mehr möchten, dass die uns anrufen können. Also die würden hier noch angezeigt werden, die kommen beim System noch an, aber die werden nicht mehr zum Endpunkt durchgestellt. Das heißt, das Softphone, das Telefon, das klingelt dann nicht mehr. Aber wir können noch nachvollziehen, ob das Callcenter, was wir hier auf die Blacklist gesetzt haben, das immer noch weiter versucht. Und die Sprachnachrichten sind dann eben die Mailbox-Nachrichten, die wir haben, die wir dann auch hier quasi abspielen können, herunterladen können. Hier vielleicht ganz wichtig in Richtung Datenschutz, wenn ich jetzt hier in diesem Portal angemeldet bin, dann bin ich jetzt hier als Administrator angemeldet. Man kann aber auch den einzelnen Nutzern, also die werden ja, wenn sie synchronisiert werden aus eGroupware, dann sind hier Nutzer angelegt. Man könnte sagen, dass die auch noch gewisse Rechte bekommen, um gewisse Dinge hier sehen zu können, wie zum Beispiel die eigene Rufnummer. Genau, also wie gesagt, viele dieser Dinge, die werden auch über eGroupware direkt angezeigt. Hier verpasste Anrufe und Co., das wird dann dort alles direkt vermerkt. Das heißt, man bräuchte für vieles hier gar nicht mehr den Playstale-Zugang. Ich glaube, der Sinn und Zweck ist es ja auch, deswegen ist ja auch schon in eGroupware so viel drin, auch mit der Tastenbelegung vielleicht des Telefons, dass man gar nicht mehr so oft in die Playstyle-Oberfläche muss und der einzelne Nutzer das dann vielleicht erst recht nicht muss. Weil es ist ja auch wieder Aufwand, auch für Sie als Kunden dann nochmal zu erklären, das ist das Playstyle-Portal, aber du hast auch das eGroupware-Portal, hier kannst du das machen, da kannst du andere Sachen machen. Einfacher ist es ja immer, wenn es da ein Single Point of Truth gibt sozusagen. Und das ist ja dann hier auch der Ansatz. Das heißt, das kann man hier gerne ergänzend nochmal dazu sehen. Aber im Regelfall sieht man das auch alles in eGroupware. Ja, ich kann es nachher auch gleich nochmal von der eGroupware-Seite aus zeigen. Genau, also vor allem besonders schön finde ich das hier mit den Sprachnachrichten, dass man die wirklich bei euch direkt aus der Anwendung heraus abrufen kann. Also das ist wirklich eine coole Sache. Das heißt, man braucht das hier gar nicht mehr. Also zusätzlich kann man sich hier aber konfigurieren, dass die auch noch per E-Mail geschickt werden. Also einmal in eGroupware, das ist dann vielleicht eher für
zentrale Mailboxen ganz gut. Und wenn man eine persönliche hat, dann will man das vielleicht zusätzlich nochmal per Mail bekommen. Dann kann man das auch nochmal abonnieren hier, beziehungsweise sich konfigurieren über die Oberfläche bei der Rufnummer. Genau. Faxe. Hier sehen wir den, ja, der nennt sich nur Fax, aber eigentlich ist hier das digitale Fax gemeint. Ergo kann man hier Mail to Fax, Fax to Mail einstellen. Ich empfange einen Fax per E-Mail als PDF-Datei mit Anhang. Oder ich verfaxe ein Fax über eine E-Mail, beziehungsweise ich verschicke eine E-Mail und kann dann so mein Fax verschicken. Oder ich nutze die Oberfläche von Playstale, um hier einen Fax zu verschicken. Und dafür können wir dann einfach hier ein neues Fax erstellen, suchen uns einen Absender aus. Hier ist jetzt noch keiner angelegt, deswegen sehen wir jetzt hier nichts. Bestätigungs-E-Mail, geben die Empfängerrufnummer ein, zum Beispiel die hier, suchen uns die Kopfzeile aus, die wir schon mal angelegt haben, laden die Datei hoch, also eine PDF-Datei, klicken auf Speichern und dann wird das Fax losgeschickt. Und das kann man gerne nutzen. Ich weiß nicht, einige werden sicherlich noch analoge Faxe verwenden. Also das ist, glaube ich, in jedem Projekt, wo ich mit dabei bin, gibt es mindestens ein Multifunktionsfax, was noch weiterverwendet wird. Die kann man natürlich auch verwenden. Dafür müssen wir dann einfach nur ein ATA, also so ein kleines Media-Gateway konfigurieren. Kann man auch hier über die Web-Oberfläche machen und dann ja, kann man auch das Fax weiter nutzen. Genau. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, bei euch noch nicht drin, Ralf, mit dem Fax. Ja, ich also kann es gleich mal auf unserem eigentlichen Account zeigen. Ja, man kann Faxe schon anlegen, aber was wir jetzt noch nicht gemacht haben, was durchaus auch interessant wäre, dass ich einen Fax verschicken kann, nachdem wir ja auch Dokumente erzeugen können, wäre natürlich das Wegfaxen, ohne dass ich die E-Groupware verlassen muss, an der Stelle durchaus interessant. Nachdem wir PDFs erzeugen können, die auch wegmailen können, könnten wir sie natürlich auch einfach direkt Playstale übergeben. also das ist was durchaus denkbar ist, ist im Moment noch nicht eingebaut. Anlegen können wir Faxziele jetzt auch von der E-Groupware oder auch einen Anrufbeantworter. Also wir können auch reine SIP-Konten oder Ziele anlegen, denen kein Benutzer hinterlegt ist. Sehr gut. Cool. Genau, wenn das dann noch kommt mit Verfaxen, ist es natürlich noch, also dann habt ihr quasi hier die beiden Bereiche plus die Konfigurationsbereich. Den gibt es dann komplett in E-Groupware. Dann gibt es eigentlich immer weniger Gründe, warum man nochmal in dieses Portal muss, also als Nutzer vor allem. Ja, das ist so auch die Idee von unserer Integration, dass der, ich sage jetzt mal, Otto-Normal-Nutzer halt mit der E-Groupware arbeitet, dass der Admin, um einen Routingplan zu machen, vielleicht was bisschen was anderes benutzen muss, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber der normale User sollte alles, was er machen will, auch, ich sag mal, die Tasten an seinem Telefon zu programmieren, das sollte er halt aus der E-Groupware raus machen können. Ja, das ist eine coole Sache. Okay, genau. Also, wie gesagt, das ist der Bereich für digitale Faxe. Analoge Faxe kann man sich hier bei den Rufnummern einstellen. Die Kontakte, da weiß ich gar nicht. Ich glaube, das macht in dem Konstrukt ja auch überhaupt keinen Sinn, weil die ganzen Kontakte sind ja bei E-Groupware. Stehen dort zur Verfügung. Es würde nur fürs Endgerät, ich weiß nicht, Ralf, korrigiere mich da, wenn ich das jetzt gerade falsch sehe, aber wenn auf das Telefon Endgeräte synchronisiert werden sollen, dann müssen die hier im Playstale-Telefonbuch hochgeladen werden. Außer du machst das anders und hast einen eigenen LDAP-Server, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber... Nee, haben wir nicht. Ja. Im Moment sind wir da noch dran am Planen. Also der Vorteil wäre halt die Rufnummernanzeige, wenn ich also jetzt nicht aus der E-Groupware raus arbeite, sondern arbeite mit dem Endgerät. Da ist geplant, aber das ist noch nicht passiert, dass wir Adressbücher, so der Kunde das wünscht, auch zu Playstale synchronisieren. Und dann kann ich natürlich am Telefon, bekomme ich angezeigt, Hugo Müller ruft an, ohne dass ich jetzt in der E-Groupware sein muss und der CRM-View vom Hugo Müller mir schon aufgeht. Ich kann aber dann auch außerhalb von der E-Group oder dem Click-to-Dial, was die E-Groupware bietet, über das E-Groupware-Adressbuch könnte ich auch auf dem Adressbuch des Telefons nach Hugo Müller suchen und könnte den anrufen. Das ist geplant. Ich denke mal, dass das relativ kurzfristig kommen wird, aber das ist aktuell noch nicht der Fall.
meine, was ich auf jeden Fall habe, wenn ich auf dem Handy bin und habe auf dem Handy meine Kontakte synchronisiert, was ich ja auch so kann, dann bekomme ich auf der Handy-App, bekomme ich meine normalen Kontakte aus meinem Mobiltelefon angezeigt und kann darüber natürlich auch alles machen und alles identifizieren. Genau, das zum Thema Kontakte, da wird dann noch was kommen. Thema Callcenter ist für die Nutzer interessant, die ein bisschen mehr sehen möchten, die auch dann mit Agenten arbeiten, wobei Agent jetzt ein bisschen hochgesprochen klingt. Am Ende ist es auch nur ein ganz normaler Telefonienutzer. Und zum Beispiel der Ralf mit seinem Nutzer hier, wenn er mal kurz da draufklicken, ja, er kann auch ein Agent sein. Das können wir jetzt ganz schnell umwandeln. Agent bedeutet einfach nur, dass man einer Warteschlange zugewiesen werden kann. Also eine Warteschlange ist im Endeffekt, ja, ein Wartefeld ist, glaube ich, der bessere Begriff. Jemand ruft an, wenn keiner verfügbar ist, der Anrufer so lange in der Warteschlange warten, bis jemand frei ist oder bis die maximal definierte Zeit erreicht ist und dann passiert Aktion X. In dem Fall zum Beispiel dann, es wird aufgelegt mit einer netten Nachricht oder der Anrufer kann auf eine Mailbox sprechen. Und hier kann man dann schön sehen, das kann man jetzt in diesem Account nicht sehen, hier ist jetzt noch nichts passiert, aber hier könnte man jetzt diese ganzen Daten sehen, was denn passiert ist, zum Beispiel Anzahl der Anrufe angenommen davon verpasst, die absolute Gesprächszeit, durchschnittliche Wartezeit. Hier unten könnte man dann genau sehen, welcher Agent hat wann, mit wem, wieso gesprochen, wann wurde aufgelegt, wann kam der Anruf rein, wie lange hat es gedauert, bis er zugestellt war und. Und das Ganze kann man dann auch nochmal nach Warteschlangen filtern, nach Agenten filtern, nach einem Status filtern und nach einem Zeitraum filtern. Und wenn man sich das dann gefiltert hat, dann würde hier noch so ein kleiner Button auftauchen für den CSV-Export und dann kann man sich diese Daten auch gerne nochmal exportieren, wenn man sie anderweitig weiterverwenden möchte. Und ja, das ist quasi hier eine Zusatzfunktion bei Playstale. Das würde 14,90 € pro 10 Agenten kosten, also 1,50 € quasi für einen Agent. Ziemlich günstig. Und das kann man sich dann hier auch nochmal dazu buchen. Das heißt, genau, was ich gerade sagen wollte, Herr Kelb, ich glaube, Sie haben ja eben die Frage gestellt, wenn Sie das Callcenter interessant finden, dann könnten wir Ihnen das auch freischalten zum Testen. Also nur, wenn es von Interesse ist. Dann auch gerne an alle anderen gerichtet. Diese Funktion ist jetzt, also der Reiter ist nicht im Standard direkt da. Den müsste man nochmal freischalten, wenn man es testen möchte. Ja, also für den Herrn Kelb ja, ist es so, wir haben ja, einen Callcenter-Platz dazu gekauft. Kam mir schon gerade etwas unbekannt vor, der Button. Haben wir so jetzt standardmäßig nicht. Weiß ich, bin ich mir jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir ihn brauchen werden. Das ist jetzt nicht so unser Hauptbereich. Jetzt sollten wir uns diese Routing-Pläne nochmal anschauen. Ich glaube, das wäre für Sie wahrscheinlich auch nochmal sehr interessant, weil Sie gesagt haben, wie lange sind die Leute da oder was passiert da mit Anrufbeantworter, Routing und so weiter. Ja, ich kann ja nochmal kurz die letzten Punkte hier ansprechen. Kann auch mal ganz kurz Routing-Pläne zeigen und dann kannst du das ja gerne mal in eurem Account zeigen. Ja, klar. Haben. Dann hat man mal so ein bisschen, weil hier ist jetzt wirklich nichts drin. Das sieht sehr langweilig aus. Und dann hat man mal die Verknüpfung, wie es denn in echt aussehen kann. Vielleicht noch, um das zu komplettieren, Mobilfunk, es gäbe die Möglichkeit, auch eine SIM-Karte als Nutzer zu verwenden. Und dieser SIM-Karte kann ich dann auch eine interne Durchwahl zuordnen. Also im Endeffekt ist das hier so ein Benutzer, wie der Ralf, den wir hier haben. Und da kann ich dieselben Dinge einstellen. Ich kann ihm eine interne Durchwahl geben, ich kann ihm eine ausgehende Rufnummer geben, ich kann ihn in eine Gruppe mit einleiten, beziehungsweise einladen hier zum Beispiel die Gruppe, Supportgruppe, die ich eben erstellt habe. Die kann ich dann wiederum über eine Rufnummer erreichbar machen und. Gerne auch über eine Mobilfunkrufnummer, die kann man hier auch verwalten. Und ja, dann hat man quasi die volle Kontrolle über diese SIM-Karte und kann alles damit machen. Also man kann hier auch eine Zeitsteuerung vorschalten, das zeige ich jetzt gleich mal, über einen Routing-Plan, wie man das machen würde. Genau, die Integration, dazu kommt dann auch noch, es ist noch nicht da, das wird auch noch kommen, E-Groupware, da sind wir gerade dabei, das hier auch verfügbar zu machen. Kann man sich buchen, als auch andere Integrationen. Und da ist, glaube ich, für einige vielleicht Microsoft Teams interessant, für andere hier vielleicht diverse CRM-Systeme oder andere Dinge, die man irgendwie noch ergänzend zu E-Groupware gebrauchen kann. Und ja, das könnte man dann hier buchen. Wie gesagt, E-Groupware wird bald noch dazukommen, aber man kann es jetzt schon über E-Groupware direkt, wie die Birgit das auch ganz am Anfang gezeigt hat, schon einrichten. Das heißt, selbst wenn es jetzt noch nicht hier auftaucht, hat das keinen Einfluss, man kann es trotzdem schon verwenden.
Genau, Shop. Es macht erst Sinn, wenn man hier was gebucht hat. Das kann die Birgit ja vielleicht gleich zeigen mit Rufnummern aktivieren, Rufnummern deaktivieren und Co. Und hier der Bereich Administration, wo wir eben auch die ganzen Konfigurationen schon automatisiert eingespielt haben über EgoWare mit den Mitarbeitern, Rufnummern, Gruppen, IP-Geräte. Ich kann aber ganz kurz noch den Wunsch von Stefan nachkommen, einmal auf die Routingpläne gehen, weil hier kann man eigentlich was Schönes zeigen, indem man hier so eine Vorlage verwendet. Vielleicht mal grundsätzlich, ein Routingplan ist im Endeffekt, das ist, ich sag mal, ein Container, und in dem steht, was jetzt passiert mit dem Anruf. Und wenn ich jetzt hier so einen Routingplan aussuche, dann haben wir hier Vorlagen für Bundesländer. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich komme jetzt aus NRW, ich suche mir mal irgendwo NRW raus, oder genau, hier haben wir NRW. Ich nehme jetzt einfach mal einen Plan für NRW. Dann kann ich mir hier aus diesem Template 3 Nutzer reinkopieren. Die sind für mich meistens irrelevant, weil das ist so ein Standard-Setup. Da kann man eigentlich irgendwas aussuchen. Man kann es am Ende wieder anpassen. Hier haben wir jetzt mehr oder weniger definiert, was soll zum Beispiel an Feiertagen passieren. Das sind alles Feiertage, der 1. Januar, der 1. Mai, der 3. Oktober und so weiter. Da haben wir dann eine Mailbox mit einer Ansage, die dahinter liegt. Zum Beispiel eine Weihnachtsansage, wenn wir das auf Weihnachten münzen würden, oder eben eine generelle Ansage, dass wir außerhalb der Geschäftszeiten haben. Nochmal ein zweites Objekt mit flexiblen Terminen. Wir haben nur die zwei Objekte, weil sich diese Tage niemals ändern. Das sind fixe Feiertage, die sind jedes Jahr gleich. Und die flexiblen Termine, die müssen hin und wieder angepasst werden. Deswegen haben wir zwei Objekte dafür gebaut. Und schlussendlich wird überprüft, der Anruf kommt hier oben rein, wo die Maus ist. Wird dann hier geprüft, trifft diese Bedingung hier zu, haben wir den 1. Januar etc. Wenn ja, geh auf die Mailbox. Wenn nein, prüfe das nächste Objekt. Und wenn das zutrifft, geht es wieder auf die Mailbox. Wenn nein, prüfen wir, haben wir Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr. Wenn das der Fall ist, dann klingeln die drei Kollegen, die ich hier reingekriegt habe, eben gleichzeitig. Danach nochmal die drei Kollegen. Und das könnte ich natürlich jetzt hier anpassen, indem ich einfach sage, ich möchte, dass nur der Ralf klingelt. Das ist der Plan für den Ralf. Und nach 30 Sekunden möchte ich, dass Daniel Weißmüller klingelt. Speichere das Ganze, dann wird mir das hier auch so angezeigt. Und wenn das auch nicht zutrifft, dann haben wir wahrscheinlich ganz normal außerhalb der Geschäftszeiten, entweder vor 8 Uhr oder nach 16 Uhr oder Samstag oder Sonntag, und dann geht die Mailbox dran. Wir können das Ganze auch simulieren. Wir haben jetzt hier, 16.33 Uhr, dann wählen wir das mal hier aus und simulieren einmal diesen Plan und sehen, der geht das jetzt hier alles durch, und der unterste Plan ist quasi der, der jetzt zum Tragen kommt, weil wir nach 16 Uhr haben. Wir haben 16.33 Uhr und wir haben die Geschäftszeiten nur von 8 bis 16 Uhr definiert. Wenn wir das ändern würden, ich könnte jetzt einfach mal sagen, eine Stunde später ist es erst soweit, dann starten wir die Simulation erneut und dann sehen wir, dieser Plan würde greifen. Und hier kann man sekundengenau definieren, was denn passieren soll. Und damit kann man ziemlich komplexe Routings machen. Also schlussendlich kann man hier unendlich viele Objekte mit reinbauen, wenn man möchte, und Dinge abfragen, abprüfen, Zeiten abfragen, um eben sich sein Routing zu erstellen. Und so kann man dann eben Geschäftszeiten für die Zentrale definieren, für die einzelnen Mitarbeiter und Co. Und auf diesem Plan muss ich dann natürlich auch noch weiterleiten von der Rufnummer. Ich nehme jetzt einfach mal hier die zweite mit der 35 und kann dann hier sagen, ich möchte auf einen Routingplan weiterleiten. Und wir haben bisher nur einen, der heißt so, wie er eben erstellt worden ist. Wir speichern das Ganze. Dann steht jetzt hier eingerichtet als Routingplan. Hier ist dann der Plan, den wir gerade eben erstellt haben. Können wir auch draufklicken. Und wenn wir jetzt diese Rufnummer anrufen würden, dann würde das passieren, was hier drin steht. Also im aktuellen Fall, wenn wir darauf anrufen würden, würde jetzt das Telefon vom Ralf wieder klingeln, weil der hier drin ist. Genau. Jetzt gebe ich mal an dich zurück, Birgit, dann kannst du mal etwas mit Leben zeigen. ich beende mal meinen Teil. So, jetzt darfst du wieder. Ja, im Prinzip kann man sagen, das sieht schon relativ ähnlich aus wie das, was du angezeigt hast. Wobei wir, ich glaube, es uns einfach so mit der Zeit so zusammengebastelt haben, wie es für uns Sinn macht. Also wir haben an manchen Stellen eigene Ansagen, die wir einfach auch aufnehmen, wenn zum Beispiel Weihnachtsurlaub ansteht
Wir haben für bestimmte Tage bestimmte Ansagen, dass da eine Feiertagsansage kommt oder eine Urlaubsansage. Und wir haben so dieses typische, was passiert. Also wir haben zum Beispiel solche Sachen, Freitag nach 17 Uhr, was soll passieren? Oder was passiert zwischen 9 und 18 Uhr, dass dann bestimmte Dinge passieren? Und was passiert halt generell am Ende außerhalb von den normalen Geschäftszeiten, dass da auch eine entsprechende Ansage kommt. Und wenn man sich sowas Einzelnes anschaut, dann kann man halt auch sehen, im Prinzip hier Freitag ab 17 Uhr kommt die entsprechende Ansage, die dann hier auch wieder genauere Informationen beinhaltet, was man da macht. Also letztendlich, denke ich, muss man das ein Stück weit ausprobieren, was da wofür gebraucht wird. Allgemein haben wir im Regelfall, wenn nach einer gewissen Zeit Teilnehmer XY nicht dran geht, schaltet es auf die Zentrale weiter. Aber auch das ist halt was, was man entsprechend so handhaben kann und muss, wie man es haben will. Unter den normalen Ansagen hat man halt im Prinzip einfach, man kann eigene definieren oder man kann halt entsprechend Standardansagen verwenden, die Blaisdell auch für einiges zur Verfügung steht. Wie gesagt, im Regelfall besprechen wir unsere Weihnachtsbenachrichtigungen selber und wünschen da persönlich irgendwie auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Von daher sind die da noch ein Stück weit einfach einzeln da und je nachdem geht es halt auf eine eigene Ansage oder es geht auf die allgemein außerhalb Geschäftszeiten Ansage. Ja, was wollten wir noch zeigen? Also im Regelfall ist es auch so, wenn jetzt mal von uns einer nicht da oder in Urlaub ist, naja, dann klickt man sich da rein oder raus, sodass die Null halt dann auch dort mitklingelt. Ja. Was man jetzt hier auch sieht, also für mich taucht jetzt zum Beispiel auch mein Mobiltelefon, also ich bin jetzt auch mit meinem Mobiltelefon bei Blaisdell und ich könnte jetzt auch mein Mobiltelefon mit in die Nummer reinnehmen, sodass es nicht nur über das Softphone, was ich auch auf dem Handy drauf habe, sondern tatsächlich vom Handy selber entsprechend klingelt, habe ich momentan aber einfach noch nicht getan. Aber ich kann auch an der Stelle nochmal auf mein Mobiltelefon drauf klicken. Ja, sorry, bin schon wieder drüber hinaus. Also das ist jetzt tatsächlich mein echtes Mobiltelefon und da habe ich gesagt, ich signalisiere momentan an meinem Mobiltelefon auch einfach meine normale Festnetznummer raus, was das ein oder andere Mal dann auch zu Verwirrung geführt hat bei Leuten, die nicht damit gerechnet haben, dass ich da mit einer Lautra-Nummer anrufe. Aber das ist im Prinzip einfach etwas, was ich definieren kann. Ich könnte hier meine normale Handynummer oder ich kann halt irgendeine Rufnummer signalisieren. Ich könnte auch da die zentrale Rufnummer signalisieren und ich kann auf dem Mobiltelefon auch eine Durchwahl haben, über die ich dann entsprechend auf dem Mobiltelefon auch von intern und damit ist es ein quasi kein Anruf auf dem Mobiltelefon, sondern eigentlich ist es eine interne Durchwahl. Damit kann ich auch auf dem Handy angerufen werden. Das kann ich alles über das Mobiltelefon, was bei Blaisdell drin hängt, entsprechend mit auch definieren. Ja, ich denke mal von unserer Seite aus, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mehr zeigen können sollen oder ob noch was fehlt. Da wären wir einfach auch nochmal auf Ihr Feedback angewiesen, was da jetzt nochmal von Interesse ist. Ich meine, fast 2 Stunden ist natürlich auch schon eine sehr, sehr lange Zeit für einen Online-Workshop oder für ein Webinar. Ich glaube, auch jeder vielleicht auch ein bisschen müde ist oder sich das waren jetzt viele Informationen auch auf einmal. Ja.
Vielleicht auch einfach nochmal so als allgemeine Information, wir zeichnen das Webinar natürlich auf. Wir haben aber auch eine kleine Präsentation, die wir auch auf der Webseite nochmal veröffentlicht haben, die so die wichtigsten Schritte, die wir heute auch gezeigt haben, mit kleinen Bildschirmabdrucken zeigt, sodass, wenn man das im Nachgang sich nicht durch das Webinar arbeiten will, sondern einfach nochmal so ein paar Startpunkte haben, sehen will als Information, dann kann man auch einfach auf das PDF von der Webseite draufgehen und kann sich unsere Präsentation an der Stelle einfach nochmal anzeigen lassen. Da sind, wie gesagt, die Integrationsseiten mit drin. Wir zeigen was, wie sieht das aus mit dem Übertragen von den Benutzern, wie sieht die Web-Oberfläche an der Stelle von PlayStyle nochmal aus, die Dinge, die Daniel gezeigt hat. Wir haben dann an der Stelle aber auch drin VoIP-Ziele aus der eGroupware heraus und entsprechend die ganzen Geschichten, was jetzt Anruflisten in eGroupware angeht. Wie sieht es im Kalender aus, die Anzeige in der Statusleiste, die Anruflisten in der eGroupware selber drin, wie kann ich da einen Anrufbeantworter abfragen von einem eingehenden Anruf, der mir auf einen Anrufbeantworter gesprochen hat, oder auch, wie sieht es dann in PlayStyle selber wieder drin aus. Also von daher haben wir immer so ein bisschen einfach beide Seiten gezeigt. Und man kann halt das auch einfach über die Webseite dann wieder abrufen, wenn da noch Fragen sind. Im Zweifelsfall einfach bei uns melden. Auch wenn wir eine Testinstanz noch für jemanden anlegen sollen, an der Stelle bitte einfach eine kurze Mail an info@igroupware.org schreiben. Dann legen wir gerne den Testaccount bei PlayStyle an und unterstützen natürlich auch, wenn es Fragen gibt bei der Einrichtung, erstellen gerne ein Angebot, wenn es um die Nutzung geht. Im Zweifelsfall, man kennt uns, wir sind erreichbar, man kann mit uns reden. Also von daher ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination, auch mit PlayStyle zusammen. Die professionelle Nutzung der Telefonanlage und den Ansprechpartner, den persönlichen, bei uns in der eGroupware. Ja, dann schauen wir, ob es noch Fragen gibt vielleicht nochmal. Ah, hier, da kommt noch eine Frage rein. Ein Testaccount ist für uns sicherlich zunächst der richtige Schritt. Genau, immer am besten zuerst testen. Man kann alles ausprobieren. Man hat dann eine zweite Rufnummer. Damit kann man alles ausprobieren. Wie funktioniert die Oberfläche? Und dann irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sagen könnte, okay, jetzt ist man dabei, jetzt möchte man gerne das Ganze live nehmen. Wir sprechen ja eh morgen, Herr Müsinger. Dann können wir gerne auch, kann ich Ihnen den Testaccount zukommen lassen. Sprechen wir einfach kurz ab, was für eine E-Mail-Adresse für den Hauptbenutzer verwendet werden soll. Dann schicke ich Ihnen da quasi einen Link auch zur Administration des Kontos, damit wir Sie dabei unterstützen können. Und dann kann man es entweder zusammen einrichten oder Sie gehen die Schritte, die ja jetzt sehr einfach sind, einfach persönlich mal durch. Und wenn Fragen sind, dann sprechen wir einfach wie gewohnt. Okay, das heißt, ich sehe keine Fragen mehr da. Mein Vorschlag wäre, das Webinar jetzt zu beenden, wenn keiner mehr Fragen hat. Vielleicht noch kurze Runde, wie geht es weiter? Und vielleicht Birgit noch zwei Worte zur neuen Version. Ja, eGroupware 21.1, offizielles Release-Datum steht fest, 25. Mai, sprich heute in einer Woche. Und wir werden jetzt dann auch im Laufe der nächsten Tage anfangen, die kompletten Instanzen bei uns im Hosting auf die 21.1 entsprechend umzustellen und informieren wie immer im Vorgang einfach darüber per Mail, wann der Umzug entsprechend ansteht. Und wer natürlich keine Zeit hat, kann uns immer Bescheid geben, dass wir es dann auch nochmal zurückstellen. Aber ansonsten würden wir einfach standardmäßig gruppenweise unsere Kunden auf die 21.1 umstellen. Und damit hat man dann ja auch die vollen Möglichkeiten von der 21.1 mit der PlayStyle-Integration, mit den Kanban-Boards, mit den erweiterten Funktionalitäten im Smallpart, was videogestütztes Lernen angeht. Also viele interessante Dinge, die mit der 21.1 kommen, sind dann ab nächste Woche Dienstag auch ganz offiziell im Release verfügbar. Wir freuen uns. Danke. Abonnieren Sie unseren Kanal, um neue Videos zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.igroupware.org. Vielen Dank fürs Zusehen.